Herzlich willkommen im Museum für Naturkunde hier im Sauriersaal. Mein Name ist Peter Giere, ich bin hier zuständig für eine der Sammlungen hinter den Kulissen und normalerweise gar nicht so sehr präsent hier in der Ausstellung. Und es ist auch das erste Mal seit langer, langer Zeit für mich, dass wir eine Präsenzveranstaltung hier im Museum haben. Es gab schon eine letzte Woche, da war ich aber nicht dabei. Und ich möchte alle herzlich begrüßen zu einem Abend mit Marc Benecke. Und Marc, dich möchte ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Toll, dass du hier bist, dass das so geklappt hat. Und ich möchte auch sagen, dass es die zweite Veranstaltung ist, die wir zusammen machen sozusagen. Und zwar die erste Veranstaltung 2019 war im Rahmen des ersten Leibniz-Aktionsplanes. Das ist ein Plan, der sich eigentlich in meinem Fall mit dem kulturellen Erbe befasst. Und das Thema damals waren Zersetzungsprozesse. Und das passt natürlich auch zu den Prozessen, die wir im Museum hier versuchen aufzuhalten, um das kulturelle Erbe zu bewahren. Heute geht es im zweiten Teil des Leibniz-Aktionsplans, der betitelt ist Eine Welt in Bewegung, eben um die Bewegungen, die man als Forscher auch in der Welt macht. Und deswegen freue ich mich auf den Vortrag 30 Jahre Forscher in Bewegung. Ich glaube, ich habe den Titel jetzt nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber in der Welt, und oben steht er ohnehin schon wieder etwas anders. Also wir nähern uns da an. Gut, ich möchte also alle herzlich willkommen heißen, insbesondere Marc dazu. Aber bevor du jetzt das Mikrofon ergreifen kannst, ganz kurz noch zwei, drei Sachen zur Organisation. Die Maskenpflicht haben Sie ja alle ganz vorbildlich gemacht. Die kann man am Platz aber dann ablegen. Es gibt keine Pause, das hat Marc auch schon oben hingeschrieben, einfach aus organisatorischen Gründen, weil Sie müssten ohnehin am Platz bleiben oder das hauptsächlich da bleibt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen die Veranstaltung kürzer und machen keine Pause. Das Ganze wird aufgezeichnet. Hier sehen Sie die Kamera und ich möchte auch alle, die in dem Livestream dazuschauen, begrüßen. Also wir haben eine Hybridveranstaltung hier organisieren können und das Ganze wird nicht nur live gestreamt, sondern es wird auch später auf unserem YouTube-Kanal abrufbar sein. Also es wird aufgezeichnet. Das heißt also, alles, was hier passiert, auch Ihre Fragen hinterher, werden aufgezeichnet. Gut, dann möchte ich dir jetzt die Bühne überlassen. Marc, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und ja, Danke an Marc dich. Benecke. Danke an dich, lieber Peter. Dankeschön. Also es gibt ja nur ganz wenige Sachen, die richtig, wie soll ich sagen, die mich so richtig berühren. Das ist immer, wenn ich hier sprechen darf. Das erste Mal habe ich hier den Weltkongress der Fliegenkundler und Fliegenkundlerinnen, zumindest der Teil, der hier im Museum stattfand, eröffnet. Da war dann eine Fliegenausstellung. Da war meine Kollegin aus Kolumbien dabei. Da werden Sie gleich sehen, da gibt es auch schon einen Bezug zu dem von mir jetzt mal wieder umgestellten Thema, sodass der arme Peter da nicht genau weiß, was ich sagen werde. Und das letzte Mal, das haben Sie ja gehört, war ich hier auch schon mal. Aber hinter den Kulissen haben wir auch schon viel Schabernack getrieben. Gucken Sie mal unsere YouTube-Videos an, zum Beispiel über den Papagei von Alexander von Humboldt. Den durfte ich nämlich netterweise dank des Teams des Museums mal anschauen. Ich bin großer Fan von Alexander von Humboldt, nicht wegen dem Jubiläum neulich und auch nicht, weil er in der Mitte oben hier als Forscher außen, nee, außen an der Wand steht. Können Sie jetzt nicht sehen? Alle gucken nach oben. Ich halte sogar Vorträge für Schüler und Schülerinnen, habe ich hier in Berlin schon gemacht über Alexander von Humboldt. Und da fand ich das natürlich toll, die Geschichte von seinem Papagei mal nachzuverfolgen. Ich liebe Naturalienkabinette und wunderliche Dinge hinter den Kulissen. Ganz, ganz viel davon können Sie auch im Netz sehen, zum Beispiel aus dem Naturalienkabinett Waldenburg in Sachsen. Da haben Sie noch nie was von gehört, sollten Sie aber mal. Und natürlich hier vom fantastischen Museum für Naturkunde brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist natürlich sowieso ein Traum. Ich mache das jetzt so, wie der Peter das auch schon gesagt hat. Ich muss nur mal gucken,
Unsere Spezialgäste begrüße ich mal. Das sind zwei besondere Menschen, die sich sehr, sehr stark konzentrieren und sehr, sehr stark auf Einzelheiten gehen. Das ist immer sehr, sehr gut in der Forschung. Die schauen hier heute zu. Und Ende ist ungefähr 21.30 Uhr. Das hängt davon ab, auch wie viele Fragen Sie stellen. Der Saal muss geräumt werden um 22 Uhr. Wir können im Grunde genommen auch länger machen und Sie können mehr Fragen stellen. Und zwar insbesondere dann, oder auch für Jüngere, ihr könnt auch, Fragen stellen, wenn es euch mal interessiert, wie man das überhaupt so macht, was ich euch gleich zeige, nämlich in der ganzen Welt forschen und alle zusammenbringen. Denn nämlich irgendwie durch die Gegend fahren mit einem, keine Ahnung, mit einem 10.000-Euro-Schein einmal um die Welt fliegen, das kann jeder. Aber alle Leute, die man trifft, zusammenzubringen, so gut es eben geht und solange sie Lust haben, das ist noch ein ganz anderes Thema. Also deswegen, wenn da Fragen zu sind, anhand dessen, was ich gleich zeigen werde, das ist nämlich unheimlich anstrengend und ätzend und sieht cooler aus, als es ist, wenn man jetzt einfach nur sich das so ein Klappstündchen anguckt, dann können Sie gerne noch was fragen. Also deswegen mache ich dann vielleicht ein bisschen früher Schluss, mal sehen. Für die, die nicht wissen, was ich mache, ich kuschle gerne mit Kaninchen und das ist tatsächlich wahrer, als es jetzt vielleicht scheint. Ich bin nämlich wirklich Zoologe, also ich bin jemand, der im Biologiestudium noch echt Zoologie gemacht hat, also die Kunde von den Tieren, also das heißt die erste Vorlesung, die wir am Tag hatten, das war noch echt Pflanzenkunde und Tierkunde. Heute wird das meistens zusammengelegt oder das Ganze wird sehr molekular gemacht und ich hatte das Glück, diesen Übergang noch voll zu erleben. Das heißt, ich kenne noch die ganzen kauzigen alten Leute, die Vögel gezählt haben und, alle Kröten auseinanderhalten konnten. Du bist Vogelkundler? Ja, sehr gut. Aber bei uns in Köln war zum Beispiel auch eine Sammlung, da haben die Leute aus aller Welt Postkarten hingeschickt und dann wurden die Postkarten nach einem bestimmten System einsortiert und dann wusste man, wo die Vögel auf der Welt sind. Da gab es natürlich weder Internet noch irgendwelche Computer, als das angelegt wurde. Das stand also in riesigen Reihen von Holzschränken, wie man sie hier im noch nicht renovierten Museum für Naturkunde natürlich auch noch sehen kann und die so als typisch Museum gelten, so alte Schränke mit Schubladen. Da war nichts digitalisiert und gleichzeitig habe ich das ganze Molekulare mitgemacht, aber im Herzen bin ich halt Kaninchenkuschler. Also wenn ein Kaninchen in der Nähe ist, dann bleibt die Welt stehen und dann wird das Kaninchen betrachtet. Gleichzeitig bin ich aber auch hier im Museum für Naturkunde. Sag ruhig, du kannst ruhig dazwischen fragen. Also wenn Sie was fragen wollen, nur sagen Sie es laut, ich bin super kurzsichtig, ich kann Sie eh nicht sehen. Also einfach laut fragen, ich höre immer nur das Getuschel. Wirklich nicht? Nee. Aber also ich mache keine Witze, ne? Sie können mich was fragen und ich werde mich dann nicht lustig machen, sondern ich werde das dann beantworten, wenn ich die Antwort kenne. Man kann hier im Museum auch Schutzherr oder Pate oder Godfather von Tieren werden und ich bin der Schutzherr der Markusmücke. Da kriegen Sie, wenn Sie Glück haben, sogar so ein kleines Schildchen. Das wird zwar nie jemand sehen, weil das irgendwo hinten in der Sammlung ist, aber in meinem Herzen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle, die fliegen mögen, die kennen das. Die Markusmücke ist ein ganz tolles Tier, ist auch hier im Museum in einem sehr schönen Buch des Museums ist es drin und gratis können Sie alles, was ich Ihnen erzähle, fast alles, können Sie das auch im Internet auf meiner Webseite finden. Gleichzeitig hat das ganze Thema natürlich traurige Bedeutung gewonnen, das Thema der Zoologie. Wir sind ja im größten Artensterben, seit Menschen auf der Erde leben. Das ist ein Film, den manche von Ihnen vielleicht kennen, wenn Sie in dieser Harry-Potter-Welt groß sind, so wie ich. Wer ganz großer Harry-Potter-Spezialist bin, ich muss mal die Kamera halten, falls die Kamera das sehen kann. Ich habe hier einen ganz Gegenstand, den nur die absoluten Harry-Potter-Fans kennen, an meiner Weste. Und Fantastic Beasts handelt ja davon, dass alle Lebewesen gleich viel wert sind, egal ob sie was nützen, nichts nützen, groß sind, klein sind, lästig sind, schön sind, kuschelig, schmierig. Und genauso ist es auch. Es gibt keine wertvollen oder weniger wertvollen Lebewesen. Ja, also zum Beispiel Honigbienen sind ein reines Nutztier, so wie Rinder, die einfach nur von Menschen ausgebeutet werden. Also die echte Welt der bestäubenden Tiere ist viel größer. Ne? Frage? Ihr könnt ruhig. Wirklich keine Frage. Also ich ermuntere Sie wirklich zu fragen, weil ich höre Sie tuscheln und Sie können ruhig laut was fragen. Ich werde keine Witze machen und Ihnen ganz ehrlich und offen die Antwort dann sagen, wenn ich die kenne. Also bitte nicht tuscheln. Das ist so ein Aspi-Problem, dass wir werden sehr, sehr leicht abgelenkt von Getuschel. Diese Idee, dass alle Lebewesen gleich viel wert sind, die kann ich Ihnen gar nicht deutlich genug machen, weil das jetzt... Frage? Du kannst wirklich, also wirklich, ich werde die Veranstaltung jetzt 100-mal unterbrechen, weil ich höre Sie so tuscheln und ich möchte, dass Sie mich dann fragen, weil ich möchte, dass Sie was fragen. Ich finde das gut. Also wenn Sie tuscheln, werde ich unterbrechen. Jedes einzelne Mal. Hast du wirklich keine Frage? Okay, gut. Wir haben auch ein Mikrofon hier.
Wir freuen uns sehr auf den Vortrag, aber wir wollen unbedingt wissen, was die Brosche mit Harry Potter zu tun hat. Ah, die Harry Potter Brosche. Ehrlich gesagt, okay, sehr gut, dass du das gefragt hast. Jetzt kommt nämlich Regel Nummer 2, die stammt nicht aus Harry Potter, sondern das hier, sondern vom Herrn der Ringe. Und das ist von Aragorn, einer Figur aus dem Herrn der Ringe. Ist das ein Symbol, was damit in Zusammenhang steht? Oder? Also sehr gut, das war schon sehr, sehr gut, dass du das gefragt hast, weil sie sollen nichts glauben. Das ist nämlich das, was ich Ihnen hier gerne mitteilen möchte. Wir haben das große Problem, dass wir in der Welt der Lebewesen und auch der Fantasie natürlich, da gibt es prüfbare und unprüfbare Dinge. Und die Dinge, die nicht prüfbar sind, die sind egal, die kann man sich vorstellen. Die Dinge, die symbolisch sind, die sind nicht egal, weil die färben in unseren Alltag. Und dann gibt es die prüfbaren Dinge, die nicht symbolisch sind. Und das ist das große Problem, was wir jetzt erleben in der Harry Potter-Welt und eben nicht in der anderen Herr der Ringe-Welt, dass wir leider ein dermaßen großes Artensterben haben, dass wir das nicht mehr kontrollieren können. Es sind im Jahr 2021, also heute ist ja Ende September 2021, falls das Video bei YouTube später mal geguckt wird, wir sind im größten Artensterben, seit es Menschen auf der Erde gibt und im sechsten gigantisch großen Artensterben, seit es Leben auf der Erde gibt. Das ist unvorstellbar und das ist der Grund, warum morgen die Fridays-Kinder vor dem Bundestag stehen werden. Weil die Erwachsenen das einfach nicht in sich einsickern lassen wollen, dass das eine gehirnsprengende, bewiesene, gemessene, nicht von meinen Denken, Glauben, Hoffen oder Wünschen abhängige Auslöschung ist. Das ist wie ein Atomkrieg. Ja, nee, ich wollte es ja nur sagen. Und das ist auch in meinem Herzen. Ich habe die Tierchen alle lieb. Egal, ob die kuschelige Kaninchen sind oder ob es irgendwelche Krabbeltiere sind, die vielleicht auch ich nicht so mag. Aber ich schätze sie, die sind genauso viel wert. Es ändert nichts am Wert. Ja? Also sozusagen Diversität. Bitte. Nee, ist, Dankeschön. Und als letztes noch, ich bin auch sozusagen Repräsentant, weil ich das eben alles wertvoll und schön finde von der Lenin Society of London. Deswegen trage ich heute zum 10. Mal in meinem Leben oder zum 11. Mal eine Krawatte. Das ist die Society, Teil der ältesten biologischen Gesellschaft der Welt, die ich sozusagen gleichzeitig hier mit repräsentieren möchte. Da ist die Sammlung von Carl von Linné. Alle Biologinnen und Biologen hier im Raum wissen, was ich meine. Und alle anderen, das ist derjenige, der diese Benennung mit Homo sapiens, diese Doppelbenennung der Pflanzen und Tiere eingeführt hat. Mein normaler Job ist, dass ich eigentlich im kriminalistischen Bereich arbeite und das machen wir so, dass wir messen. Nicht denken, nicht glauben, nicht hoffen, nicht fühlen, nicht wünschen und was Sie gerade, das haben Sie gerade schon gehört, dann nichts glauben, ne? Was ist denn das wirklich? Und das hoffe ich, das prüfen Sie jetzt alle. Und dann Quellen prüfen und jetzt kommt das Entscheidende, Experimente machen. Das heißt, jedes einzelne Loch, was hier in diesem Schädel, was den Kriminalfall darstellen soll, ist, jedes einzelne Loch ist eine Messung. Und diese Messung bringt Information und Licht, symbolisch gesehen, in den Fall hinein. Alles andere interessiert uns nicht. Das ist unheimlich schwer zu verstehen, wenn Sie mit Serientätern arbeiten, da komme ich vielleicht gleich noch zu, oder mit irgendwelchen schrecklichen Unglücken oder mit Dingen, wo viel Blut oder viel Sperma oder viele Haare oder einfach viel Trauriges oder Schicksalhaftes passieren. Aber ich bin Sachverständiger für Messungen und für Zahlen und für Daten und für sonst nichts. Den Rest machen die anderen. Also das sind Menschen, die können Dinge auslegen. Journalisten, Journalistinnen, Priester, Priesterinnen, Maler, Malerinnen, Politiker, Politikerinnen. Das ist alles nicht mein Job, sondern mein Job ist, die Messungen zu liefern. Und das ist auch wirklich verblüffend, das jedes Mal wieder zu sehen, wenn die Greta da steht von Fridays und dann wird sie beschimpft und mit Mord bedroht und als Lügnerin und Idiotin und Wirtschaftszerstörerin dargestellt. Und dann steht sie immer nur ganz ruhig da und sagt, aber es ist doch gemessen. Und dann werden die Erwachsenen noch wütender. Und dann sagen die, trotzdem. Und dann benehmen sie sich wie kleine Kinder und sie ist die einzige Erwachsene. Weil sie sagt, ja, aber es ist doch gemessen. Alle Berichte, die erschienen sind, zum Beispiel auch 2021, also sind drei ganz große Berichte, zuletzt der Weltklimaratsbericht erschienen, wo es auch ein Video vom Direktor des Museums für Naturkunde, vom Professor Vogel dazu gibt, auf der Seite des Museums für Naturkunde. Alle diese Berichte sagen dasselbe, das Artensterben passiert, das Wasser schmilzt. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen, sondern wir können jetzt nur noch versuchen, damit so zu arbeiten, dass wir das für die nächste Generation und übernächste hinkriegen. Das heißt, wenn ich also eine Leiche hier habe, das ist zum Beispiel ich möchte ja über internationale Dinge sprechen, das ist an der Body Farm, das ist ein Gelände der Universität Tennessee im Süden der USA. Und da liegt dann eine Leiche, das heißt, dann fragen wir uns nicht, wer war das, was hat er vor seinem Tod erlebt, hatte der Schmerzen,
wie alt war der oder wie fühlte er sich in diesem Alter, hatte er eine Demenzerkrankung oder nicht, sondern wir fragen uns, wo kommen die Löcher her? Sind die von Schüssen, sind die von Eis, sind die durch Insekten entstanden, wenn ja, welche Insekten? Und dann, wie können wir das beweisen? Also nicht aus Erfahrung. Wir sagen nicht aus Erfahrung, naja, weiß doch jeder, Insekten werden von Tieren gefressen irgendwie. Sondern wir sagen, okay, welche Tiere hinterlassen beweisbar welche Spuren? Was machen Larven, wenn die Leiche feucht und, sagen wir, breiig, cremig, zerlaufend ist und dann vertrocknet auf einmal? Bleiben die Löcher dann da oder fallen die Löcher zusammen? Oder wir fragen uns, wenn es ein Tier mit spitzen Zähnen war, hinterlassen die spitzen Zähne im Weichgewebe überhaupt Löcher? Oder hinterlassen die nur Scharten an den Knochen? Und da können Sie denken, so viel Sie wollen, das nützt überhaupt nichts. Das Einzige, was nützt, ist ein Experiment. Erfahrung nützt auch nichts. Es helfen nur Experimente. Also Sie merken schon, warum wir allen Leuten so auf den Zeiger gehen, weil alle Leute immer nur über alles andere reden, nur nicht über Experimente, Versuche, Zahlen und Daten. Können Sie mal ausprobieren im Alltag, wenn Sie morgen im Büro sind oder zu Hause, irgendeiner erzählt Ihnen was, und sagen Sie einfach, kannst du mir mal gerade die Quelle dazu sagen? Und schon ist die Stimmung am Arsch. Ne, dann, weil die Quelle hat derjenige natürlich kein, habe ich gehört. Ja, super. Das ist keine Quelle. Vor allem keine prüfbare. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich um die Welt fahre? Das soll ja das Thema sein, Forschung und Bewegung, Vernetzung. Das sieht meistens so aus, ich fahre mit meinem Fahrrad und einem ziemlich kleinen Koffer los. Manchmal sind die Koffer auch größer. Es gibt aber Länder, wo man gar kein großes Gepäck mitnehmen kann, weil sie erst mit einer kleinen Maschine, einen Zubringer irgendwo hinfliegen, dann irgendwie eine lange Strecke und dann fahren sie mit einer klapprigen Maschine, wo sie nur beten können, wenn sie halt an Gott glauben oder an höhere Mächte oder an das Schicksal. Aber da das in der Naturwissenschaft nicht so verbreitet ist, ist es dann so, dass man lieber einen kleinen Koffer einfach mitnimmt. Es ist dann leichter, den wieder aufzusammeln, wenn das alles den Bach runtergeht. Ich bin also regelmäßig wirklich unterwegs in Bussen, die irgendwelche Kurven fahren, die wirklich lebensgefährlich sind, das werden Sie vielleicht gleich auch noch sehen, wo die Studierenden einfach singen und den Bus in Schwingung versetzen mit Absicht, wo man sagt, könnt ihr das mal sein lassen, weil wir stürzen gleich ab, aber es ist denen egal. Oder die Flugzeuge fliegen haarscharf über Häuserdächern, das habe ich auch schon erlebt. Und dann will ich Sie mal auf 4 kleine Reisen mitnehmen, damit Sie sehen, wie man da so von Hölzchen auf Stöckchen kommt und das alles verweben kann. Das erste fahren wir jetzt mal nach Kolumbien. Und zwar ist das Wichtige, wenn Sie sowas machen, das war in Bogota, da sollte ich, das habe ich auch gemacht, das Labor für Insekten auf Leichen aufbauen im Institut für Rechtsmedizin der Hauptstadt von Kolumbien, die heißt Bogota. Und in Medellin ist es die bekanntere Stadt, wo das ganze Koks umgeschlagen wurde früher. Oder in Florencia, das ist eine Urwaldstadt, wo das ganze Koks herkommt, aber die meisten kennen nur Medellin. Jedenfalls, wenn Sie dieses Bild sehen, denken Sie so, ja mein Gott, so sieht es halt da aus, Taxi, Fahrer oder sonst irgendwas. Aber wenn Sie näher hingucken, und das ist jetzt eben der Trick, ich messe immer, die ganze Zeit, ich glaube nichts, ich ordne nichts ein, ich sortiere nichts, ich bewerte nichts. Dann sehen Sie, warum trägt er hier so einen grünen Ärmelschoner? So, jetzt könnte man ja denken und sagen, ja gut, macht er halt, weil er den Arm raushängen lässt und irgendwie seinen Pulli nicht schmutzig machen will. Wenn Sie was älter sind, kennen Sie noch Ärmelschoner oder diese aufgenähten Abnutzungsetiketten auf der Jacke, die Jüngeren kennen das nicht mehr. Das gab es aber, damit man seine Kleidung nicht abnutzt, ist aber falsch. Das heißt, Sie haben es beobachtet, Sie haben es fotografiert, Sie haben es gemessen, alles gut und dann kam der Fehler, Sie haben nachgedacht. Das ist der Fehler, immer. Nachdenken, böse. Sondern man muss jetzt die Quelle prüfen. Das heißt, wir prüfen jetzt die Quelle und ich frage ihn, sag mal, was machst du denn da? Und er guckt er mich an und sagt so, bist du ein Gringo, also aus Nordamerika? Und ich so, nee, ich komme aus Europa. Und er so, okay, dann sage ich dir, Gringos sind verhasst. Also Nordamerikaner, zumindest US-Amerikaner. Und dann sagt er, das ist gegen die Sonne. Jetzt würden Sie sagen, gegen die Sonne? Du hast doch einen Pulli an. Dann sagt er, ja, aber manchmal krempel ich den hoch. So, das muss man jetzt nicht glauben, sondern was jetzt passiert, ist die sogenannte systematische Variation. Das heißt, entweder greifen Sie experimentell ein oder Sie machen eine große Beobachtungskette. Beobachten das, in dem Fall stimmt's. Und am Ende haben die mir dann sogar als Abschiedsgeschenk so ein Ärmeldings gegen die Sonne gegeben, weil sie dachten, dass ich auch beim Autofahren meinen Arm gerne raushängen lasse. Ich habe dann später erfahren, dass das wirklich so ist. Ich saß mal vor dem Knast einen Tag lang, weil da Frauentag war und dann konnte nur meine Übersetzerin rein. Und ich saß draußen und tatsächlich am Ende des Tages hatte ich die Füße komplett verbrannt, weil ich keine Fußschoner in meinen Sandalen angezogen hatte. Jetzt lachen Sie, aber wenn Sie verbrannte Füße haben, lachen Sie nicht mehr. Man lernt ganz viel, Sie haben ja bestimmt schon mal gehört, Früchte nur geschält oder gekocht oder sonst wie verzehren, wenn Sie im Ausland sind. Tja, was machen Sie, wenn die Früchte schon geschält sind? Das steht leider nicht im Reiseführer.
Ne? Also einfach die Augen offen halten und sich an die Situation anpassen. Das ist genau dasselbe, was wir am Tatort machen. Das ist das Institut für Rechtsmedizin. Da steht's, Instituto de Medicina Legal. Das sieht ja alles auf den ersten Blick ganz harmlos aus. Und jetzt kommt das Nächste, das kennt man nicht. Dann hat der Kollege hier, das ist Pedro Morales. Wenn Sie aus Spanien kommen oder aus einem südamerikanischen Land oder lateinamerikanischen, wenn Sie denken, den Namen hat er erfunden, das ist so wie Hans Müller oder Peter Schmitz oder so, aber der heißt wirklich Pedro Morales. Und der hat dann gesagt, Marc, pass auf, du kannst hier machen, was du willst. Wir werden sogar eine Feier im Institut für Rechtsmedizin machen. Haben die auch gemacht, eine Party. Fand ich auch sehr bizarr. Ich glaube, das Mikrofon klopft immer noch. Ich kann es leider nicht ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und aber du darfst diese Straße nicht überqueren. Und das ist ernst gemeint. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem. Habe natürlich sofort, als er weg war, versucht, die Straße zu überqueren, um mal zu sehen, was passiert. Und dann sind zwei Leute mit Maschinengewehren gekommen und haben mich zurückbegleitet, ganz freundlich, und haben gesagt, Marc, du hast gehört, was der Pedro gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Haben die gesagt, ja, wir haben es schon geahnt, ne? dass der Ausländer das nicht ernst nimmt. Was ist auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite ist ein Gebiet, das, wenn Sie da heute hingehen würden, dann würden Sie sehen, dass das... Dankeschön. Oder soll ich noch... Dann würden Sie sehen, dass das heute alles relativ normale Wohnungen sind, die eben in einer Innenstadtlage, einer Hauptstadt, so gut und teuer sie halt sein können, sind. Das war aber mal was anderes. Hier sehen Sie, dass ich den Fliegenkurs mache. Hier habe ich gerade eine Kalifora, eine sehr schöne Schmeißfliege, die wir alle sehr lieb haben in unserem Fach, weil die uns die Liegezeit der Leichen anzeigt, weil man anhand des Alters der Larven und der Temperatur und viele andere Einflüsse erkennen kann, wie lange eine Leiche zugänglich war für Insekten. Ist also ein sozusagen eine Mitarbeiterin von mir. Und hier sehen Sie jetzt das Gebiet. Und dieses Gebiet, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, das bestand vorher aus lauter so, also wie in einem Krimi-Film, also wenn man so einen Film über Verbrechen in Slums oder sowas machen würde, so ganz überzeichnet, so sah das da aus. Und da wurden wir regelmäßig mit sogenannten Langwaffen, also Gewehren, beschossen. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, habe ich gesagt, sag mal, ist das eigentlich gefährlich oder sind das irgendwie Luftgewehre oder so? Und die sagt, nein, nein, Marquito, hier ist alles echte Projektile, nicht wie woanders. Dann habe ich gesagt, ja, aber müssten wir da nicht ein bisschen vorsichtiger sein, dass wir nicht erschossen werden, weil mit einer Langwaffe können Sie ja sehr gut zielen. Und dann haben die gesagt, ach, na ja, nicht wahr. Bis jetzt ist nichts passiert. Wenn ich da einen Vortrag gehalten habe zu dieser Zeit, wurde ich von, also beim Frühstück, wurde ich von zwei Menschen mit Finger auf dem Abzug des entladenen Maschinengewehrs beim Frühstück bewacht. Die standen links und rechts von mir. Also nur damit Sie mal verstehen, vieles raffen wir nicht. Man sieht die Gefahr nicht, sie ist aber vorhanden. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Gleichzeitig verstehen wir viel von der Armut nicht. Hier würden wir im ersten Moment sagen, na gut, das ist vielleicht eine Zeitungsverkäuferin wie hier, irgendwie die Obdachlosenzeitungen aus Berlin, die irgendwie jemand verkauft und die Leute haben aber sozialen Anschluss. Das heißt, die können sich eine warme Mahlzeit holen, die können irgendwo übernachten. Also irgendwie wird für die gesorgt, aber das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Da gibt es keine Sozialversicherung, da gibt es gar nichts. Ich war mal in Indien, das zeige ich Ihnen jetzt nicht. Da war es dann zum Beispiel so, dass abends auf so einer Art Ascheplatz vor unserem Hotel haben sich die Leute versammelt und haben sich hingehockt oder so zusammengekauert. Und dann bin ich nach ein paar Tagen hingegangen, abends immer und habe die gefragt, was sie da machen. Die sprechen Englisch sehr häufig. Und dann haben die gesagt, ja, wir leben hier. Dann habe ich gesagt, ja, aber hier ist ja nichts. Dann haben die gesagt, ja, das machen wir halt. Also die haben nichts außer irgendeinen Platz auf diesem Ascheplatz. Und die haben also kein Besteck, kein Teller, nichts. Also nichts, nichts. Das ist normal auf der Welt. Das ist völlig normal. Das geht den meisten Menschen auf der Welt so, dass sie fast nichts haben. Das habe ich auf diesen Forschungsreisen gelernt und dann wollten sie ja was über Forschung hören. Das ist eine Kollegin von mir, die arbeitet im giftkundlichen Labor im Institut für Rechtsmedizin in Bogotá. Und dann habe ich zu der gesagt, hör mal, zeig mir doch mal, was ihr jetzt so hier für giftkundliche Sachen habt. Weil in Europa, da haben wir diese ganzen Leute, die im Pflegeheim oder im Altersheim Leute umbringen, diese sogenannten Todesengel, das ist bei uns sehr verbreitet, ist ja gerade wieder ein Fall, der gerade gerichtlich verhandelt wird. Das geht aber schon sehr lange so. Also ich sammle diese Fälle seit 30 Jahren. Ich habe da wirklich Ordner über Ordner über Ordner. Das ist Wahnsinn, wie viele Fälle es davon gibt, an die sich keiner mehr erinnert. Und die hat gesagt, naja, wir haben hauptsächlich natürlich pflanzliche Drogen, also zum Beispiel Kokain oder andere Substanzen, die sind natürlich massenhaft in Umlauf, die werden zum Beispiel in Florencia hergestellt, wo ich wie gesagt auch schon gearbeitet habe, dann werden die umgeschlagen, zum Beispiel in Medellin und dann über Bogota wird das Geld gewaschen durch Immobilienprojekte und jetzt kommt der Dreh und auf einmal habe ich das erste Mal etwas über Geldwäsche gelernt. Also Sie haben jetzt natürlich lauter Schwarzgeld, das können Sie ja nicht legal bei der Bank deponieren, manchmal schon, meistens aber nicht. Das heißt, Sie brauchen irgendwas, wo Sie Geld reingießen können. Hm?
Ich hätte eine Frage, wie lang waren Sie dort insgesamt? Also ich bin die einzelnen Aufenthalte begrenzen wir immer so auf maximal 3 Wochen ungefähr, wenn es geht. Oder 3 bis 4 Wochen, weil sonst bricht hier in Deutschland alles zusammen, wenn ich nicht da bin. Ja, in USA war ich aber länger, da war ich von 97 bis 99, also da haben wir mal eine Ausnahme gemacht. Und diese pflanzlichen Drogen sind so für sich genommen alter Hut, ne? Kokain und so, da können Sie in der Wikipedia alles zu nachlesen. Aber der Zusammenhang zur Geldwäsche und zur organisierten Kriminalität, den habe ich da gelernt und das ist jetzt einer meiner Arbeitsschwerpunkte, wenn es zum Beispiel um die Legalisierung von Cannabis geht. Weil in den USA, wissen Sie ja, ist ja Cannabis legalisiert und jetzt in New York wird es sogar legalisiert, aber auch in anderen Staaten ist es schon länger legalisiert, seit mehreren Jahren und in Deutschland interessiert das irgendwie keinen. Und der Grund ist natürlich, wenn Sie das legalisieren, entziehen Sie der organisierten Kriminalität die Möglichkeit, Schwarzgeld zu gewinnen. Raten Sie mal, wo das Schwarzgeld steckt. Raten Sie mal, wer die ganzen Gebäude in Berlin aufkauft. Ganz genau. Leute, die schwarzes Geld erwirtschaften, was sie nicht bei der Bank anlegen können und die sich dann Dinge kaufen, bar, die dann wiederum sie alle abbezahlen, indem sie zum Beispiel Miete oder sonst was dafür bezahlen. Das trifft sie direkt in ihrem persönlichen Geldbeutel. Das habe ich damals gelernt, weil nämlich, es gab dann eine große Beschlagnahmung und große polizeiliche Aktionen und Pablo Escobar ist dann irgendwann erschossen worden und so, der heute legendäre Drogenfürst aus Medellin. Und da kam es zu einem Immobiliencrash. Also direkt, nachdem der Escobar erschossen wurde, kam es zu einem riesigen Immobiliencrash, weil die Leute das Schwarzgeld nicht mehr in Immobilien investiert haben. Also da sehen Sie, dieser Zusammenhang ist ganz interessant. Nur, man fragt sich natürlich dann noch andere Sachen. Im Ausland gibt es ja andere Sachen zu essen. Da habe ich mich schon gefragt, was isst du denn jetzt da gerade? Ne? Also Sie kriegen da irgendein Gericht und Sie haben keine Ahnung, was das ist. Und das war das Nächste, was mich dann interessiert hat, weil wir nämlich häufiger Mageninhaltsuntersuchungen von Leichen machen. Da werden wir zum Beispiel gefragt, was hat diese Person als letztes gegessen und wann? Dazu müssen Sie aber erstmal die Lebensmittel kennen, weil wenn Sie das alles auseinandersortiert haben, in Deutschland ist kein Problem. Fetttröpfchen, vielleicht zum Beispiel von Käse. Körnchen, vielleicht vom Brot, muss man dann durch Ermittlungen rauskriegen. Fasern, vielleicht von Bohnen und so. Ne? Aber was machen Sie, wenn eine Person das verdaut hat? Ne? Das heißt, dazu müssen Sie sich jetzt auf einmal was einfuchsen, womit Sie normalerweise gar nichts zu tun haben. Sie werden gleich sehen, warum das interessant wird, weil ich dann auf einmal ein Interesse für diese ganzen Speisen entwickelt habe. Zum Beispiel gibt es, wenn Sie Bananen essen wollen in Lateinamerika, dann denken die Leute immer, sie haben eine Meise, weil die essen da was für uns wie Bananen aussieht. Das sind aber eigentlich Platanas, das sind so kleine Kochbananen. Und das ist also biologisch gesehen was anderes, aber für die ist es auch kulturell, sozial, finanziell und in jeder anderen Hinsicht was anderes. Und während ich mir so diese ganzen Nahrungsmittel angucke, durch reinen Zufall habe ich diese Flasche Bier fotografiert, weil ich die lustig fand, weil da Poker draufsteht, also wie Pokerkarten. Eines Tages komme ich ins Labor und alle sagen, heute brauchst du nicht kommen, Marquito, also kleiner Mark, ne? Bleib doch mal zu Hause. Dann habe ich gesagt, ich fliege doch nicht um die halbe Welt, um Labor aufzubauen. Nur damit ich jetzt zu Hause bleibe, haben sie gesagt, doch, dann bin ich runter in den Sektionssaal gegangen, dann habe ich das einzige Mal in meinem Leben jemanden in der Rechtsmedizin weinen sehen. Das habe ich vorher und nachher nicht mehr gesehen. Da hatte sich herausgestellt an diesem Tag, dass ein Mann 73 Kinder getötet hatte im Laufe der Zeit und niemand hat das gemerkt. Wir haben dann später festgestellt, dass es über 300 sind und die haben sich so geschämt, dass sie nicht wollten, dass ich das erfahre und haben gedacht, wenn der jetzt im Hotel bleibt, kriegt er das nicht mit. Leider habe ich mir aber die Fähigkeit angeeignet, weil ich so oft im Ausland bin, Phrasen zu lernen. Also ich kann zum Beispiel französische Zeitung grob lesen oder englische sowieso, aber halt auch manchmal in anderen komischen Sprachen, die ich nicht gelernt habe. Also die Sprachen sind nicht komisch, sondern sie sind für mich komisch, weil ich sie nicht gelernt habe, zum Beispiel Spanisch oder kolumbianisches Spanisch oder sowas. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, nachdem ich dann so langsam zu den Leuten gesagt habe, hör mal, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit im Hotel bleiben, wir müssen hier unsere Arbeit fertig machen. Ja, ich bin aus Deutschland, muss arbeiten. Und haben die gesagt, na gut. Und es stellte sich raus, bei Gesprächen mit der Polizei, dass es gab eine interessante Frage, und zwar hatte der Täter Kronkorken von Pokerbier, das, was Sie da sehen, an den Tatorten liegen lassen. Dann haben die einen der Polizisten zu mir geschickt mit so einem riesigen Stapel von Akten und dann hatten die mehrere Fragen und eine Frage lautete, warum liegen diese Pokerbierdeckel da? Ne, da könnte man jetzt im kriminalpsychologischen Bereich eine spannende Geschichte draus machen, aber ich glaube ja nur an Messungen und an Daten. Das heißt, ich will nicht denken oder mir was aus Erfahrung ableiten und dann habe ich gesagt, da müssen wir den fragen. Müssen wir den Täter fragen, ob das irgendein Symbol ist, das gab es nämlich mal, es gab nicht lange her, es gab einen
Täterpaar, die haben sich in den Kofferraum gelegt, mit langen Waffen Leute abgeschossen. Da war so ein Loch im Kofferraum, die haben sich flach ins Auto gelegt, durch den Kofferraum durch und haben die Leute abgeschossen. Und die haben immer an die Fundorte, haben die eine Spielkarte gelegt mit immer einem kleinen Klebesternchen mehr drauf. Also 3 Klebesternchen, 4, 5, für die, damit jeder sieht, dass wievielte Opfer das ist. Hat am Anfang auch keiner darauf geachtet. Man dachte, das wäre ein Zufall, dass diese Karten da liegen. Und dann habe ich gesagt, da muss ich mit dem mal reden. Dann haben wir gesagt, ja, aber weiß ich nicht, mit dem kann man nicht reden, das ist ein Monster. Wir nehmen dem noch nicht mal Blut ab, weil bei uns in der Arbeitsbeschreibung steht nicht Blut abnehmen bei Monstern. Da steht nur Blut abnehmen bei Menschen. O-Ton. Nicht erfunden von mir. Und dann habe ich ein bisschen rumgefragt und geklüngelt und eines Tages habe ich ihn dann getroffen. Das ist Luis Garavito Cubillos. Und hier bei seiner Taufe, er wurde dann im Knast getauft, ist also so ein wiedererweckter Christ, der hat über 300 Kinder totgefoltert und erstaunlicherweise über diese Kronkorkensache und über so ein paar andere Spuren, ich bin ja Spurenkundler, also Kriminalbiologe, haben wir dann uns irgendwie so als Experten gegenseitig verstanden, also er ist der Meinung, ich bin Experte für meinen Kram und ich bin der Meinung, er ist Experte für seine Sache, weil er ist der Einzige, der dabei war. Alle anderen sind tot. Er ist der Einzige, der weiß, was er gemacht hat. Und jetzt kann man das über die Spuren, also über Messungen, zusammenbringen. Blutspuren, Kronkorken, DNA wurde nie gemacht, weil kein Geld da war und so weiter. Also da sehen Sie jetzt, wie man von was völlig anderem, nur weil man einfach mal vor Ort geht und sich in eine sehr gefährliche, sehr anstrengende, nicht bezahlte Umgebung begibt, kommt man auf was ganz anderes, was in meinem Fall kriminalistisch interessant ist. Und das ist das, was ich hier zeigen möchte. Es gibt immer was zu lernen. Willst du nochmal das Mikrofon richten? Also ich habe nichts geändert, ne? Ich rede nur. Es lebt. Ist das so ein Aberglaube bei Tontechnikern, dass Mikrofone leben? Wie Mutti, der einem den Kragen so zurecht zupft. Wenn es jetzt weiter knallt, können wir es nicht ändern, dann müssen wir da jetzt alle durch. Und während ich, jetzt war ja Frauentag, Sie erinnern sich, ne? Vorm Knast, der sitzt natürlich im Knast. Der soll übrigens freigelassen werden jetzt, aber das ist eine andere Geschichte, weil er sich eine juristische Sache zunutze gemacht hat. Sehr, sehr, sehr clever. Man unterschätzt die Serientäter häufig, weil die häufig keine gute Schulbildung haben oder manchmal, aber trotzdem extrem bauernschlau sind. Auf jeden Fall, also der steht kurz vor der Freilassung, unfassbar. Und jetzt war Frauentag, ich verbrenne mir gerade die Füße, ohne es zu merken, sitze da und Sie merken jetzt schon, ich versuche Dinge, also Quellen zu prüfen. Und dann ist da eine Frau, war Frauentag, ist auch vor dem Knast, die guckt mich so an und dann sage ich zu ihr, guten Tag, ne, so wie ich das halt mir zusammenreimen kann mit meinem schlechten Spanisch und habe gesagt, guten Tag, was machen Sie denn hier ganz abgelegen am Ende der Welt, das ist so ein winziges Dorf, wie Vincenzo oder ein winziger Ort in Kolumbien, auch sehr gefährlich, also wenn Sie mit dem Bus da langfahren, ist das wirklich gefährlich gewesen, heute nicht mehr so, aber damals hätte ich das keinem geraten, einer meiner Studierenden ist entführt worden und nach einem halben Jahr wieder erst nach Hause gekommen, bis die Leute das Lösegeld verhandelt hatten, also man zahlt nicht einfach das Lösegeld, sondern man feilscht, auch wenn der eigene Sohn gerade da entführt ist, das ist ganz entspannt. Ich habe es live miterlebt, das war wirklich eindrucksvoll. Man kann das Geld sogar überweisen. Sie kriegen sogar einen Einzahlungsbeleg. Kein Witz, ich war dabei, ist kein Hörensagen. Und dann sagt die, naja, ich bin die Schwester von Luis Alfredo. Und dann habe ich gesagt, Sie sind die Schwester von dem Serienmörder, der über 300 Kinder totgefoltert hat. Was machen Sie denn hier? Weil normalerweise die Familien natürlich den Kontakt abbrechen. Ne? Und dann hat die gesagt, naja, die eine Seite ist, dass er das gemacht hat. Die andere Seite ist, ich kann Ihnen ja mal unsere Kindheit erzählen. Ne? Und dann saßen wir, also das war eigentlich was Schlechtes, dass ich nicht rein konnte, nur die Übersetzerin und die Füße. Aber gleichzeitig habe ich jetzt eine Information gehabt, nach der ich nicht gesucht habe. Und wenn Sie jetzt bis hierhin gefolgt sind, merken Sie schon, das geht so Forrest Gump-mäßig. Für die Jüngeren, das war ein Film, den eure Großeltern geguckt haben, wo ein Mann so durch die Welt geistert und dann immer was eigentlich Gutes passiert. Und so ist das. Das heißt, man muss mit dem Strom, in den man sich da reinbegeben hat, mitgehen und dabei die Informationen und Quellen absammeln. Und
das ist anders, als wenn Sie ein Forschungsprojekt einreichen und dann sozusagen schon vorher festlegen, in welche Richtung Sie forschen wollen. Deswegen erzähle ich das hier, weil das eine sehr ungewöhnliche Art der Forschung ist und auch sehr, sehr, sehr anstrengend, weil Sie alles dokumentieren müssen. Ich mache jeden Tag, bestimmt 1000 Fotos, weil ich weiß, dass ich mir sowieso nicht merken kann, aber es vielleicht mal für irgendwas interessant werden könnte. Und eines Tages kam er dann wirklich an, nachdem wir uns sozusagen auf dieser Expertenebene jetzt gegenseitig als Experten verstehen und hat uns dann eine Karte gezeichnet, wo tatsächlich noch alle nicht gefundenen Leichen drauf waren. Das sind die, der signiert die auch immer, hier können Sie das sehen, und schreibt auch immer ganz genau, wo das ist, mit einem Weg und zeichnet die Bäume ein. Also es ist kinderleicht, die Sachen zu finden. Das hat er alles im Kopf und sind alle Leichen gefunden worden, die wären sonst nie gefunden worden. Das ist der erste Schritt für die Trauerarbeit. Wenn Sie keine Leichen haben und nicht wissen, ob das Kind wirklich tot ist, klammern Sie sich als Eltern natürlich daran, dass das Kind vielleicht doch noch lebt. Das heißt, das ist wichtig, auch wenn es sehr, sehr, sehr traurig ist für die Eltern, zu wissen, dass das Kind wirklich tot ist. Und jetzt ist das natürlich das Problem, dass es da keinerlei soziale Betreuung für die Eltern gibt, aber das ist was anderes. So, jetzt sagen Sie sich, ja, ist ja schön, dass er das erzählt, aber in der Forschung muss man noch von Fachkollegen und Kolleginnen überprüfte Datensammlungen veröffentlichen. Genau, das mache ich dann auch. Hier zum Beispiel 2 homosexuelle, pädophile, sadistische Serienmörder, Jürgen Bartsch und Luis Alfredo Garavito Cobillos in der ehrwürdigen Zeitschrift Minerva Medica Legale aus Italien, und so ist das dann für die Öffentlichkeit verfügbar, und natürlich habe ich mich hier zusammen mit einer Staatsanwältin getan und mit einem Kriminalisten und mit meinem Übersetzer, der hat schon wieder so einen stereotypen spanischen Namen, Miguel Rodriguez, das ist jetzt auch wieder wie Peter Müller oder so, und wir haben das dann veröffentlicht. Und das ist das Letzte, was sehr wichtig ist. Bei uns, in meinem Arbeitsbereich, kriegen Sie keinen Cent für die Veröffentlichungen, und die sind eine unglaubliche Arbeit. Sie sitzen an so einer durchschnittlichen Veröffentlichung, also ein Arbeitstag ist bei uns ungefähr 12 Stunden, ne? Jeden Tag, 365 Tage im Jahr, bei allen bei uns. Müssen Sie 12 Stunden rechnen. Also so eine Veröffentlichung dauert unter Grenze 3 bis 4 Tage mal 12 Stunden. Also, ne? Was früher mal vor 50 Jahren eine Arbeitswoche war. Es gibt keinen Cent dafür, auch nicht indirekt, auch nicht wie beim Ehrenamt, dass man dann so ein Ehrenamtsgehalt bekommt oder so, sondern gar nichts. Nichts. Ne? Gleichzeitig hat man aber die große Chance, Dinge zu lernen, die nebenbei kommen. Ich will mal noch ein kriminalistisches Beispiel sagen. Zum Beispiel einer von den Leuten, die aus Deutschland da gearbeitet haben, hatte gesagt, wir haben eine Kamera sichergestellt, und auf dieser Kamera haben wir gesehen, wie einer zerhackt wurde, möglicherweise noch lebend, und den Geiern zum Fraß vorgeworfen wurde in so einem Drogenkrieg. Und da habe ich gesagt, ja, das ist aber interessant, wie schnell geht denn das? Ne? Hat er gesagt, sehr, sehr schnell, das kann ich dir ja mal zeigen. Und ich zeige Ihnen mal ein Beispielfoto, das ist jetzt eine nicht zerhackte Person, das ist also eine Technik, die wir in Europa nicht kennen, da werden die Leute also angebunden und werden dann zerhackt, und dann sitzen da alle daneben und rauchen und labern, was man halt so macht, wenn einem langweilig ist. Und dann sieht man die Geier kreisen, die wissen das auch schon, dass da gleich was zu fressen gibt. Und dann kommen die, und dann ist dann innerhalb einer bestimmten Zeit, die nicht sehr lang ist, ist die Leiche skelettiert und die Knochen werden dann zertrümmert mit Hämmern, und dann lösen die sich mehr oder weniger auf in der Landschaft. Das hört sich total, also Sie denken jetzt vielleicht, das ist doch aus irgendeinem Kinofilm, ist es aber nicht, weil wir haben die Originaldaten mit EXIF-Datei von der echten Speicherkarte aus der echten Kamera, nicht runtergeladen aus dem Internet. Das ist jetzt von einem Wiki-Bild, weil ich Ihnen die Originaldaten davon nicht zeigen will. Sieht aber ganz genauso aus, nur mit dem Unterschied, dass der zerhackt ist vorher. So, wenn man das weiß, dann geht man natürlich ganz anders an die vorhin schon genannte Problematik mit der organisierten Kriminalität ran. Weil wenn Sie dann hören, in Berlin im Hinterhof, da haben sich 2 Leute oder 3 oder 8 gegenseitig geschossen und die haben auch alle überlebt, und das ist das Schlimmste, was wir hier jemals erlebt haben, dann denken Sie sich, ja, das ist das Schlimmste für jetzt. Aber wenn wir der organisierten Kriminalität weiter Futter geben, dann passieren eben auch andere Sachen in dem Moment, wo wir sie nicht mehr kontrollieren und prüfen können. Und wie gesagt, das ist nicht mein Job. Ich bin ja nicht bei der Polizei und auch nicht beim Militär, und ich bin auch nicht derjenige, der zuständig ist dafür, die Drogengesetze zu machen, aber ich bin derjenige, der die Daten hat, die Originaldaten. Und deswegen veröffentliche ich die, und dann weiß man also, was man damit, oder dann kann man etwas damit machen. Jetzt sagen Sie es vielleicht, ja, das ist aber jetzt sehr kriminalistisch und noch nicht so rein naturwissenschaftlich, wie wir das vielleicht im Naturkundemuseum gerne hätten. Das ist Ansichtssache. Bei uns in unserem Bereich mischt sich natürlich Kriminalistik mit Spurenkunde, mit echtem Leben die ganze Zeit, weil wir echte Fälle mit echten Toten in echten Situationen haben. Schauen wir mal in die Philippinen. Das ist die University of the Philippines mit einem sehr, sagen wir mal, coolen
mit einer sehr coolen Statue, die da vor der Uni steht. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Innen drin ist das natürlich sehr, sehr arm. Die haben natürlich überhaupt kein Geld, das können Sie sich vorstellen. Das ist sehr auffällig, dass gerade in Ländern, wo da wenig Geld da ist, wird sehr, sehr stark aufs Äußere geachtet. Zum Beispiel habe ich in meinem gesamten Leben, seit 30 Jahren, wenn man mal mein erstes Praktikum in der Rechtsmedizin in Köln zählen wollte, dann wären es jetzt 30 Jahre, ich habe noch nie in den Tropen eine Person gesehen, die auch nur den kleinsten Fleck auf ihrer Bekleidung hatte. Noch nie. Wohlgemerkt bei Leuten, die morgens um 4 Uhr in ein winziges, schrottiges Gefährt steigen. Ich rede jetzt von den Studierenden, nicht von Leuten auf der Straße. Das ist ein anderes Thema. Da ist alles voller Staub und Dreck. Dann fahren die bei glühender Hitze nachmittags dann oder abends wieder zurück. Also die haben alleine, das ist kein Witz, das weiß ich aus erster Hand, direkt von den Studierenden, ich war da, die fahren jeden Tag 8 Stunden von der Arbeit und zur Arbeit, also 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück. Manche, andere auch weniger, ne? Und die kommen trotzdem jeden Tag wie aus dem Ei gepellt. Das ist irre zu sehen. Und da steht noch eine andere schöne Statue davor, das ist der Triumph der Wissenschaft über den Tod. Hier sehen Sie den Tod und wenn Sie sich mal fragen, wie die Wissenschaft aussieht, so sieht die aus. Da triumphiert sie über den Tod und das ist die Fackel des Wissens. Steht also vor der Uni, ziemlich cool. So, jetzt denke ich mir, ja okay, prima, dann fängt unser Training an. Das war in dem Fall der Aufbau des ersten DNA-Labores für kriminalistische, forensische Erbsubstanzuntersuchungen in den Philippinen. Das habe ich dann noch aufgebaut, aber es fängt jedes Mal so an. Dann sagen die, ja, hier ist das Labor. Und dann sagt man, warum steht da ein T? Warum stehen da 2 Leitern und ein Tisch? Und dann sagen die, ja, also wir schreiben da gerade dran, Institute for, was weiß ich was, ne, Genetics oder so. Und dann sage ich so, warum habt ihr mit dem T angefangen und warum seid ihr noch nicht fertig? Wir wollen doch heute anfangen. Und die so, ah, wir wollten erst mal gucken, ob du wirklich kommst. Und das ist das Nächste, was ich gelernt habe. In strukturschwachen Umgebungen, das werden wir in Deutschland auch noch erleben, wenn das mit dem Klima so weitergeht, in strukturschwachen Umgebungen können sie maximal die nächsten 3-4 Stunden planen. Alles andere ist sinnlose Zeitverschwendung, Geldverschwendung und Energieverschwendung, weil wenn alles um sie herum nicht funktioniert, Züge, Geldströme, Autobahnen, Struktursachen innerhalb von Universitäten, dann brauchen sie auch nicht länger als 3 Stunden im Voraus planen. Das heißt, dieses angeblich tropische Chaos ist einfach nur eine Anpassung an die Wirklichkeit. Das hat nichts damit zu tun, was man früher vor 100 oder 200 Jahren dachte, dass die Leute irgendwie faul sind oder desorganisiert, sondern es hat was damit zu tun, dass die Infrastruktur kollabiert ist bei denen oder nie bestanden hat. Und jetzt kommt der Hammer, das ist eigentlich mein Lieblingsbild, dann haben die gesagt, so hier ist das Labor. Wohlgemerkt für kriminalistische Erbsubstanzspuren, wo sie winzigste Blutspuren, Haare und Spermienköpfe und so haben können. Und dann habe ich mich da umgeguckt, besonders geil fand ich hier hinten, da wurden die Handschuhe recycelt, da hat man die Handschuhe drüber gehangen, ausgewaschen, dann sind die aber leider geschmolzen, weil sich hinter der Scheibe die Hitze so gestaut hat. Dann habe ich gesagt, Leute, wir haben ein Problem. Ne? Also ich sehe hier keinen Wasseranschluss, ich sehe hier nicht, dass wir das sauber kriegen. Und ob Sie es glauben oder nicht, wir haben es hingekriegt. Das Labor läuft bis heute und feiert bald sein 25-jähriges Bestehen. Weil der Trick war, ich habe gesagt, okay, ich kann jetzt gehen und einen auf beleidigte europäische Leberwurst machen oder ich kann arbeiten und das Problem lösen, anstatt zu labern, besser zu wissen, klug zu sein oder sonst irgendwas. Und dann habe ich das gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, die Erbsubstanz von Menschen, die wird mit einer bestimmten Technik, für die es auch einen Nobelpreis gab, die Polymerase-Kettenreaktion, nehmen wir jetzt nur Bereiche, die es nur bei Menschen gibt. Das heißt, wenn da Insektenflügel oder sonstiger Staub durchs Fenster mal reinwehen und wir halbwegs das Ganze sauber halten und wir dafür sorgen, dass wir selber die Spuren nicht verschmutzen mit menschlicher Erbsubstanz, indem wir die an unseren Handschuhen kleben haben oder wir keine Maske tragen und dann da drauf husten oder so, dann sollte das hinzukriegen sein. Und wir haben das hingekriegt und sogar sehr, sehr früh konnten wir schon Spermienköpfe, die auf so kleinen Glasträgern drauf sind, also da nimmt man zum Beispiel einen Vaginal-, Oral- oder Analabstrich oder irgendwas oder vom Arm, je nachdem, wo die Spermien sind, dann nehmen Sie so einen Wattetupfer, den Sie jetzt von Corona kennen, heute sind die aus Plaste, oder Plastik, wenn sie aus dem Westen sind, also je nachdem. Also diese Tupfer und dann reiben sie die so ab und dann reiben sie die über den Objektträger, erhitzen das bei 100 Grad und dann sind die Spermienköpfe, kleben die fest auf dem Glas. Und da haben wir also wirklich komplett verstaubte Objektträger genommen, haben die Spermienköpfe daraus gelöst und konnten einen genetischen Fingerabdruck von dem Sperma, von der Person runterholen, die da also schon vor 5 Jahren zur Polizei gegangen war, wo der Abstrich gemacht wurde und das Ding lag einfach irgendwo in der Ecke. Das heißt, man muss aufpassen, was vor Ort gefragt wird, wie die wirklichen Bedingungen sind und nicht seinen eigenen Quatsch mitschleppen in die Umgebung. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn Sie auf der ganzen Welt arbeiten wollen. Wenn Sie sowas hier sehen, kriegen Sie natürlich sofort also entweder Interesse oder Sie fahren vorbei und denken sich, das ist eine Müllablagerstätte, aber Sie wissen schon, was ich niemals tue.
denken, ist nämlich nicht gut. Und dann habe ich einfach gefragt, sag mal Leute, was ist das? Weil mir kam das so komisch vor, dass hier so Pfosten irgendwie so abgeschirmt waren vor Regen oder vor was, keine Ahnung. Und dann haben die gesagt, ja Marc, da wohnt einer, was meinst du denn, was das sonst sein könnte? Ja, und dann sagt man nicht, was das sonst sein könnte, nämlich irgendwie eine Lagerstätte für irgendwas, also hier in Deutschland vielleicht Sperrmüll oder sowas, sondern dann sagt man, aha, sehr interessant, wie funktioniert das denn da zu wohnen? Ne? Also Sie verstehen das Prinzip. Also nicht, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Gedanken, es geht nicht um mein Wissen, es geht nicht um meine kulturelle Vorstellung, sondern wenn ich Fälle bearbeiten möchte, nehmen wir an, da liegt eine Leiche drunter, dann muss ich erstmal wissen, dass das eine Wohnung ist von jemandem. Und dass das kulturell total akzeptiert ist dort. Die Leute finden das natürlich nicht toll, die da leben, dass dann andere Leute unter solchen Haufen da leben. Aber es ist zumindest so, dass man sagt, okay, besser als gar nichts. Ne? Viele Dinge ändern sich auch. Das ist zum Beispiel die Temperatur. Da hat mich damals fast der Schlag getroffen, als ich jeden Tag bei 32 Grad Celsius gearbeitet habe. Heute würde man sagen, ja, okay, ist halt Klimaveränderung. Ne? Also sie haben sich da seit 2003 alle total dran gewöhnt. Das war aber in den 1990ern, da habe ich gedacht, das kann man nicht überleben. Da sehen Sie eben auch, wie manche Dinge sich verändern. Und jetzt gehen wir mal ins Giftlabor, das haben Sie vorhin schon gehört, da gibt es immer was Spannendes zu gucken. Und dann sehen Sie was sehr Interessantes, nämlich, wenn Sie was älter sind, kennen Sie das, die Jüngeren kennen das nicht mehr, DDT. So, jetzt bin ich älter und habe ich gesagt, DDT in so großen Mengen, ist das, warum habt ihr das im Giftlabor stehen? DDT ist ein Gift, das ist die Mutter der Umweltgifte in Europa und Deutschland gewesen. Könnt ihr eure Eltern und Großeltern fragen und die Forrest Gump geguckt haben. Und das hat dazu geführt, dass das erste Mal Umweltmaßnahmen eingeführt wurden, wo es verboten wurde, Gifte, die Pflanzen, angebliches Unkraut, es gibt kein Unkraut, ne? Also einfach Pflanzen, die man da nicht wirtschaftlich verwerten will, oder Insekten oder andere Tiere, die einen stören, zu töten, weil sich das in der Nahrungskette anreichert. Heute weiß das jeder. Ne? Man, die Dinge, die man irgendeinem Tier gibt oder in die Erde kippt, die reichern sich an und dann landen sie irgendwann bei uns. Oh mein Gott, die landen bei uns. Dann machen wir das jetzt nicht mehr. Allen anderen ist egal. Ne? Und DDT war so ein Ding. Und in anderen Ländern ist das halt erlaubt. Zum Beispiel gibt es auch eine andere Substanz, Thalidomid, das hat einen Riesenskandal in Deutschland erzeugt. Das hieß in Deutschland das Medikament Contagan. Das war das erste Mal, dass man gemerkt hat, dass auch bei sehr geringen Fallzahlen, wenn Auffälligkeiten nach Medikamenteneinnahme auftreten, dass man nicht immer sagen kann, ja nee, das sind nur 3 oder 4 Fälle, das ist kein Problem, sondern dass wir jetzt sehr, sehr, sehr strenge Überprüfungen von Arzneimitteln haben, was dazu geführt hat, dass die Impfstoffe sehr gut sind. Wenn das damals nicht passiert wäre mit dem Thalidomid und allen anderen Medikamentenskandalen, dann hätten wir heute keine vernünftigen Impfstoffe, die immer stufenweise freigegeben werden. Und so sehen Sie, wie sich da die Kreise schließen. Also man kann zwar sein kulturelles Wissen mitbringen, man sollte aber nicht denken, dass das vor Ort gültig ist, sondern da gelten eben andere Regeln. Und eine interessante Sache ist übrigens auch das San Miguel hier. Wenn Sie aus Berlin kommen, dann kennen Sie alles San Miguel als Hipsterbier. Das ist aber ursprünglich ein Bier, was die Spanier in die Philippinen gebracht haben. Die Spanier? Was haben die Spanier denn da zu suchen? Tja, die Leute dort, die sprechen zwar Tagalo und viele andere Sprachen, aber die Spanier waren da und das alles, was sie jetzt in den Philippinen jeden Tag unausgesprochen erleben, also unbewusst machen die Leute das, ist extremer Katholizismus. Ne? Zum Beispiel brauchen sie da gar nicht anfangen mit dem Thema in solchen Ländern, die noch so ultrakatholisch sind, zum Beispiel mit Genderdiversität. Da brauchen sie gar nicht mit um die Ecke kommen, weil die sagen, ja, das haben wir hier aber gar nicht. Das ist egal, ob wir da tolerant sind oder nicht tolerant, bei uns gibt es eh nicht. Also bei uns gibt es keine Schwulen und keine Lesben und keine Transpersonen und so, das gibt es hier gar nicht. Deswegen ist ja schön, wenn ihr toleranter seid, aber wir haben das ja gar nicht. Ne? Das ist in Kolumbien übrigens auch so, auch ein sehr katholisches Land. Und dann macht man halt ein Training. Dann, zum Beispiel, da sehen Sie, da hatte ich noch eine andere schöne Krawatte passend zu dem Dekor. Die habe ich die habe ich vom Zivildienst noch gehabt. Da habe ich in einer Kleiderkammer, also ich habe in einem Kloster Zivildienst gemacht, da gab es eine Kleiderkammer, da kam meine ganze Kleidung noch her, die ich als Studierender getragen habe. Und wirklich, kein Witz. Und die, hier sehen Sie, da sind wir in der Pathologie, aber die Pathologie hat ja nichts mit Rechtsmedizin zu tun, denn die Pathologie fragt, welche Krankheit hatte eine Person, zum Beispiel Krebs oder eine Herzerkrankung oder sowas. Und ist sie daran gestorben, während in der Rechtsmedizin die Kollegen und Kolleginnen die fragen, hatte die Person vorher eine Schussverletzung, eine Stichverletzung, ist sie vergiftet worden, erdrosselt, ertränkt oder so. Und dann habe ich gesagt, wie bringen wir jetzt in der Pathologie das Ganze zusammen? Und da sehen Sie jetzt die Kollegen und Kolleginnen, das ist der Michael, das ist die Music, die haben dann später übrigens geheiratet und sind nach Kanada gegangen. So wie alle meine Studierenden, bis auf eine, die haben dann alle sofort das Land verlassen, nachdem sie die Qualifikation hatten. Das ist der sogenannte Brain Drain. Das habe ich auch sehr, sehr oft gesehen in armen Ländern. Das ist wirklich ein Albtraum. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel.
Das ist eine der ganz wenigen Sachen, die ich bei den Taliban-Pressekonferenzen verstanden habe in den letzten Wochen. Die Taliban haben ja immer gesagt, wir erlauben Leuten nicht auszureisen, weil dann die qualifizierten Fachkräfte das Land verlassen. Und dann hat jeder von ihnen gedacht, boah, die Schimpfworte, die wollen nur die Leute erpressen und unter Druck setzen. Die Aussage ist aber wahr. Das größte Problem für die Infrastruktur eines Landes ist der sogenannte Brain Drain. Habe ich live oft genug erlebt, manche von Ihnen vielleicht auch. Ich habe die Taliban nicht lieb, darum geht's nicht. Aber jeder, der sofort eine emotionale und gefühlsmäßige Meinung zu den Pressekonferenzen hat, sollte vielleicht lieber erstmal die Tatsachen prüfen. Das sind deswegen trotzdem keine netten Leute, aber die Aussage stimmt. Die Aussage ist wahr und jeder denkt, sie ist unwahr. Nicht denken, sondern prüfen, und zwar die Quellen prüfen. Nicht sich selbst, so, ja, wenn ich das sage, dann stimmt's auf jeden Fall. Das ist keine Prüfung. Ne? Und was auch keine Prüfung ist, es ist logisch. Logik hat nichts mit Wahrheit zu tun, noch nie gehabt. Ne? Es kann etwas unlogisch sein, okay, dann ist es unlogisch, aber es kann etwas völlig logisch sein und trotzdem nicht stimmen. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Zu dieser katholischen Sache. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in die Leichenkammer gehen, wo wir die ganzen Leichen haben für die Studierenden, dann sehen Sie dann Rosenkranz. Jetzt könnten Sie natürlich normalerweise irgendwie was Lustiges sagen oder was Nettes. Oder wenn Sie Horrorfilm-Fan sind, würden Sie sagen, hey, glaubt ihr an die Grusel-Horrorschwestern, die hier durch eure Leichenkammer geistern? Nur, das ist so unangemessen, dass keiner was sagen wird. Weil in diesen tropischen Ländern ist es so, dass sie ihr Gesicht verlieren, wenn sie jemanden lächerlich machen oder sich selber lächerlich machen. Das heißt, die beste Regel ist, egal wie sicher, ich war Messdiener, also ich kenne mich mit katholischen Sachen aus, aber trotzdem halte ich mal besser meine Klappe. Und ich habe mittlerweile bei sehr vielen religiösen Wundern und dergleichen mitgemacht, und also nicht mitgemacht, sondern die untersucht. Und ich habe die super Erfahrung gemacht, dass wenn man einfach mal seine Klappe hält, und nur die Messungen von den weinenden Gemälden und dem Blut, was sich zum Geburtstag von irgendwem verflüssigt und 100 anderen Sachen, die Sie googeln können oder in einem der Bücher von mir lesen können. Wenn man erstmal die Klappe hält und die Messungen macht, dann kann man hinterher problemlos miteinander reden. Weil wenn Sie reinkommen und sagen, so, das ist sowieso alles Quatsch, es gibt keine Wunder, du Idiot, dann sagen die natürlich, was will der hier? Also warum kommt der zu uns? Warum will der unser Gast sein? Ne? Das heißt, Sie können dieselben Techniken, die Sie, wenn Sie hier im Museum arbeiten, können Sie auch da anwenden, wenn Sie eben einfach mal nichts sagen, sondern ein Foto von dem Rosenkranz machen und dann hinterher mal gucken, ob die jetzt das machen, um Geister abzuwehren, ob die überhaupt an Geister glauben oder ob das jemand dahingegangen hat, weil das ein Verwandter von dem ist, der da in der Kühlkammer liegt. Who knows? Diese Infrastrukturproblematik ist wirklich sehr, sehr interessant. Deswegen interessiere ich mich auch sehr für diese Klimasache, weil das eben, haben Sie ja gesehen, alles brennt, alles wird überflutet. Das führt sehr, sehr, sehr schnell zu sozialen Problemen. Richtig schnell. Ne, Sie alle denken, das wird nicht passieren. Aber wenn Sie dieses Jahr Fernsehen geguckt haben, wissen Sie eigentlich schon, was passiert ist. In New Orleans schon das zweite Mal. Und zwar, das hier ist die Family Clinic. Irgendwo, da weiß man nicht genau wo. Ich war beim ersten Corona, also bei SARS, war ich in China, da sah das Gesundheitsamt so aus, in Peking. Das Gesundheitsamt von Peking sah genauso aus. Also da war irgendwo eine Hütte, aus Stein allerdings in dem Fall, und dann war das das Gesundheitsamt von Peking. Und also, aber das heißt noch lange nicht, dass die Leute schlecht arbeiten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, es gibt viele, zum Beispiel in den Philippinen, kennen die sich sehr gut mit Reis aus und haben dann eine hochgradig wichtige Sorte Reis gezüchtet, weil das für sie für die Ernährung so wichtig ist, die auf der ganzen Welt jetzt verwendet wird. Das heißt, man kann immer sagen, ja, da gehe ich nicht hin, das ist mir zu blöd, aber manchmal haben sie Pech. Zum Beispiel, ich war mal in einem sehr armen Land, da muss ich notfallbehandelt werden. Und dann habe ich gesagt, wir haben steril verpackte Kanülen aus Deutschland dabei. Wollen Sie die haben? Und dann haben die gesagt, entweder wir behandeln sie jetzt oder nicht. Können sie jetzt aussuchen. Ne? Das heißt, das war eine Todesbeleidigung, denen die sterilen Kanülen zu geben, wo jeder von ihnen wahrscheinlich denkt, wieso, die sollen sich doch freuen. Ne? Aber man ist dort zu Gast und dann gelten deren Regeln. So ist das halt. Ne? Oder das hier ist das Polizeihauptquartier von der Hauptstadt der Philippinen. Also Berlin, ne? Das Berliner Polizeipräsidium wäre das für Deutschland. Auch da würde man denken, ja, also ich weiß nicht, da kann eigentlich nichts Gutes bei rauskommen, aber wenn Sie da mit denen zusammenarbeiten, lernen Sie sehr interessante Dinge, zum Beispiel über, das bin ich früher, über Lügendetektoren. Ich dachte nämlich immer, von meinem Wissen, ich habe auch Psychologie studiert in Köln an der Uni als Nebenfach und da gab es auch einen, der hat mit Lügendetektoren gearbeitet, aus anderen Gründen, nicht polizeilicherseits. Und da ging es um Kaufentscheidungen und so weiter. Und dann hat er gemessen, wie sich der Hautwiderstand verändert und so. Und das galt als absoluter Bullshit. Also wer sich dem genähert hat, diesem Professor, und da irgendwie mitgemacht hat bei dieser Kaufentscheidungssache und den Lügendetektoren, der galt schon als ziemlich irre.
und sich außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft stellend. Und dann bin ich da hingekommen und habe das gesehen und habe gesagt, können wir das mal ausprobieren? Und seitdem raff ich, wie Lügendetektoren funktionieren. Die funktionieren nämlich einwandfrei. Das Problem ist überhaupt nicht, dass der Lügendetektor nicht funktioniert. Das ist ein Aberglaube. Sondern sie sind gerichtlich nicht brauchbar, weil man sie mit einer bestimmten Technik täuschen kann, aber nicht, während man die Antworten gibt. Jetzt fragen sich natürlich alle, wie geht das? Können Sie mal googeln. Auf jeden Fall, Lügendetektoren funktionieren. Nur, sie sind nicht gerichtlich einsetzbar. Das heißt, da sehen Sie es schon wieder, das eine hat mit dem anderen mal wieder nichts zu tun, obwohl wahrscheinlich die meisten von Ihnen dachten, das hat doch was miteinander zu tun. Ich will Ihnen auch mal die Teams zeigen und auch noch mal was Kulturelles. Ich habe damals noch riesige Kisten, wie so ein Forschungsreisender, so wie Alfred Brehm, der Tierkundler oder viele andere, die hier im Museum auch eine Rolle spielen. Also Brehm ist jetzt hier nicht so wichtig, das ist in Thüringen, aber viele andere. Habe ich früher immer so riesige Metallkisten mitgenommen mit lauter Zeugs und unter anderem T-Shirts. Das ist jetzt ein Dia, deswegen ist das falsch rum. Also ich habe damals noch auf Diafilm fotografiert, deswegen ist das spiegelverkehrt jetzt. Da steht University of Cologne drauf. Und dann haben die alle angezogen und Fotos mit mir gemacht oder ich habe dann von denen einen Pulli geschenkt bekommen, University of the Philippines. Und irgendwann sind die mal zu mir gekommen und haben gesagt, nach längerer Zeit, das hat ziemlich lang gedauert, man darf ja sein Gesicht nicht verlieren, wenn man was Dummes macht und man darf auch niemandem sagen, dass er sich lächerlich gemacht hat. Und dann haben die zu mir so ganz nett gesagt, so mit diesem, ich merke das schon, das ist dieser Ton so wie, wir dürfen ihn jetzt nicht verletzen, aber wir müssen es ihm jetzt mal sagen. So, ne? Zum Beispiel, als ich oft dieselben Klamotten anhatte, da haben sie mir dann Sachen gekauft und gegeben und haben gesagt, Marc, zieh mal was anderes an. Aber natürlich ganz feierlich, damit es nicht peinlich ist. Ne? Und die haben gesagt, warum bringst du uns T-Shirts mit Universität Köln mit? Und habe ich gesagt, weil ich von der Uni Köln komme und weil ich Gastgeschenke mitbringe. Ist doch auf der ganzen Welt so üblich. Und dann haben die gesagt, ja, aber hast du mal aufs Etikett geguckt? Made in Philippines. Ich so, ah, okay, ich verstehe. Das findet ihr merkwürdig. Und die so, ja, das finden wir merkwürdig. Und diese Dinge sind, die können sie nur vor Ort durch lange freundschaftliche Beziehungen lernen. Das sagt ihnen sonst keiner. Die hätten natürlich niemals gesagt, wir verstehen nicht, warum die T-Shirts einmal quer um die Welt transportieren lässt, sozusagen. Ne? Und ich hatte natürlich nicht auf das Etikett geachtet. Ein ganz anderes Problem, weil wir bei kulturellen Problemen sind, wie bei den T-Shirts, ist das hier. Wir machen ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, systematische Variationen. Das heißt, wir ändern bestimmte Dinge. Dann habe ich gesagt, okay, was gibt's hier für Bäume? Tamarinden. Kennen Sie vielleicht, manchmal gibt es das mittlerweile auch in Berlin oder jetzt nicht mehr so oft, vor ein paar Jahren gab es das mal öfter. Das ist so säuerlich, schmeckt super geil. Kriegen Sie so einen säuerlichen Geschmack in Suppen und sowas rein. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr habt Tamarinden, also müssen wir mal Blut, Sperma und so weiter auf Tamarinden drauf tun, weil es kann ja passieren beim Gewaltdelikt, jemand ist ja gefesselt, wird vergewaltigt oder getötet, dann haben wir halt eine Spur auf Tamarinden. Und alles, was sauer ist, ist schlecht für Erbsubstanz. Das ist so eine Regel. Ne? Und Sonnenlicht auch. Was haben Sie in den Philippinen? Tamarinden, sauer und Sonnenlicht ohne Ende. Also habe ich gesagt, machen wir das. Das zweite ist, das ist sogenanntes Manila Paper. Wenn Sie aus den USA kommen, kennen Sie das. Da heißt alles braune Papier Manila Paper. Das ist Manila, die Hauptstadt der Philippinen. Da bin ich gerade. Habe ich gesagt, so, und das Papier nehmen wir auch mal direkt. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. So, und dann nehmen wir noch Brot, was hier gebacken wurde mit den hier üblichen Zutaten und tun da bestimmte Dinge drauf. Da sehen Sie das, das haben wir dann mit Punkten markiert, weil die Spuren können überall drauf sein. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, ich brauche jetzt Tränen, Blut, Schweiß, Sperma. Erstaunlicherweise, das mit dem Sperma war zum Beispiel überhaupt kein Problem, obwohl die ja andererseits so katholisch sind und es angeblich keine nicht heteronormativen Menschen gibt. Aber es gab ein ganz anderes Problem. Und zwar Problem Nummer eins, ich wollte das natürlich auf echte Haut testen. Und hier ist die Musik und das war fast unmöglich, die dazu zu bringen, eine Spur von einem fremden Körper, zum Beispiel Speichel von einem fremden Körper, auf die eigene Haut aufzubringen. Das war irgendein Tabubruch, haben sie mir nicht erklärt, warum. Sie sehen das nur in den Gesten und so weiter. Und die haben das also wirklich mit größtem Widerwillen gemacht. Und was noch viel krasser war die Tränen zu gewinnen. Tränen waren fast nicht zu gewinnen. Wir sind an der ganzen Uni rumgelaufen, bis am Ende der Michael sich geopfert hat. Und Sie sehen schon, der macht das also mit so einem stoischen Gesichtsausdruck und fummelt sich in den Augen rum. Und dann habe ich gefragt, sag mal, was ist denn, wo ist das Problem? Und das wollten Sie mir ums Verrecken nicht sagen, bis ich rausbekommen habe, das ist dasselbe wie mit dem lächerlich sich machen. Sie weinen nicht vor anderen Leuten. Das gibt's nicht. Also zumindest nicht in dem kulturellen Umfeld, in dem wir da waren. Das heißt, da sehen Sie schon, Sie müssen unglaublich gut, so, wenn man so will, so Schwingungen aufnehmen, weil sonst die ganze Arbeit von Bach gegen die Wand fährt. Ich habe das oft genug erlebt, deswegen hassen die Leute in Lateinamerika auch die Nordamerikaner, die Gringos so.
Normalerweise gehen die Leute aus den reichen Ländern hin in das arme Land und sagen so, wir haben eine Zertifizierung, eine Validierung, eine Akkreditierung, zack, hier steht das Labor, schönen Tag noch, kostet 50.000 Euro. Und dann klappt nichts und dann sagen die, die Leute in den armen Ländern, die kriegen nichts auf die Kette, die sind desorganisiert, die sind faul und das, ich verstehe das nicht. Der wahre Grund ist aber, dass die Leute, die das Labor dahin gebaut haben, null zugehört haben, was die örtlichen Bedingungen sind und gedacht haben, sie können, weswegen auch der Afghanistan-Einsatz abgebrochen wurde, das hat ja sogar jetzt der jetzige Präsident gesagt, Joe Biden, wir werden uns nicht mehr im Ausland einmischen. Weil es keinen Sinn hat. Es hat Vietnamkrieg bedurft, es hat Afghanistan bedurft, es hat zahlreiche andere Sachen in Lateinamerika bedurft. Und jetzt, 2021, haben sie es gerafft. Wenn wir unsere Maßstäbe im Laborbereich, im kriminalistischen Bereich dort anlegen, dann klappt gar nichts. Sondern es ist my home, my rules. Mein Heim, meine Regeln. Und wenn man kann das natürlich, jetzt fragen Sie wieder, ja, ist ja alles schön, haben wir gerafft, aber wo ist die wissenschaftliche Veröffentlichung? Kann ich Ihnen zeigen? Dann hält man hier einen Vortrag, das ist der Trick, Vortrag vor ganz vielen Studierenden halten, hier sehen Sie das, das ist einer, 1997, schon sehr lange her. Und da macht man einen Vortrag, Students and Dr. Mark Benecke, und you must attend, das ist ja auf Amerikanisch sehr streng, sonst sagt man ja you have to attend, also you must attend ist so, wenn du nicht kommst, passiert was, ne? Also das heißt, die mussten jetzt alle dahin kommen. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten, dann habe ich am Ende so Wattetupfer, die kennen Sie jetzt schon, ausgeteilt und habe gesagt, könntet ihr noch bitte jeder von euch so ein bisschen im Mund rumreiben? Und dann sammeln wir das ein, das haben wir dann gemacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, indem ich die in einzelne Röhrchen getan habe. Da hatte ich also hunderte von diesen Wattetupfern mit Erbsubstanz von den Schleimhautzellen aus dem Mund der ganzen Studierenden. Dann haben wir wunderschöne Veröffentlichungen gemacht, zum Beispiel diese hier. Das ist auch eine natürlich von Kollegen und Kolleginnen geprüfte Veröffentlichung. Und da sehen Sie, wer da alles mitgemacht hat. Universität Leipzig, Universität Berlin, Hannoversche Straße, Ost, ne? Ehemals. Und sehr viele andere Leute, Universität Köln, Universität Damaskus, Universität Hamburg und natürlich auch unsere ganzen Leute vor Ort, zum Beispiel die Gay hier, die Sie nicht sehen können, aber da steht Gaylene Kalakal, das ist die einzige meiner Studierenden, die in den Philippinen geblieben ist und bis heute da ist und jetzt Laborleiterin ist. Das werden Sie gleich noch sehen. Es ist super wichtig, das ist sogar, würde ich jetzt nach 30 Jahren sagen, das Allerwichtigste, dass Sie nicht nur alle Tiere gleich wichtig finden, sondern auch wirklich alle Menschen gleich wichtig finden. Und Sie denken vielleicht, Sie können das. Aber wenn Sie mal im Club Robinson irgendwo waren und sich dann mal angucken, wie die Wirklichkeit außerhalb des Club Robinsons ansieht, dann wissen Sie, nee, Sie nehmen nicht alle Menschen gleich wichtig, sondern Sie nehmen nur sich wichtig. Weil sonst würden Sie die Leute da draußen nicht in der Sonne sehr schlechte Leben führen lassen und währenddessen in Swimmingpool bei Gratis-Drinks und unbegrenztem kalten Buffet und warmem Buffet verbringen. Also das heißt, wir sagen uns das oft, dass wir das ernst nehmen, aber wir nehmen es nicht ernst. Und eine Technik ist immer, egal wie kompliziert und aufwendig und kulturell schwierig das ist, die Kollegen und Kolleginnen vor Ort mit ins Boot nehmen, weil die waren genauso dabei. Auch wenn wir das gerne mit so einem Handwischen sagen, ach komm, ich habe denen doch geholfen. Ich weiß nicht, Sie merken schon, also ich lerne eigentlich mehr von denen als die von mir. Das merken Sie vielleicht schon. Und dann gibt es auch sehr, sehr komplizierte Studien, das können Sie jetzt nicht im Einzelnen sehen, aber da haben wir hier zum Beispiel mit der Rechtsmedizin Magdeburg, mit den Kollegen aus der DNA-Abteilung und vielen anderen, das war eine vietnamesische Studie, das zeige ich Ihnen heute nicht, da habe ich dasselbe in Vietnam gemacht, you must attend. Und dann hatte ich also aus Vietnam eine große Studie und dann haben wir eine sehr, sehr komplizierte genetische Studie gemacht. Das ist früher alles sehr, sehr eng mit den Instituten aus der ehemaligen DDR verbandelt gewesen, insbesondere Leipzig und Berlin, weil die sehr, sehr weit vorne waren mit Erbsubstanz. Wenn Sie das interessiert, ich habe die Biografie von Professor Otto Prokop aus dem Institut für Rechtsmedizin in der Hannoverschen Straße, also Ost-Berlin, geschrieben. Da können Sie das mal sehen, der war da also ein echter Pionier, nicht so ostalgiemäßig, sondern so richtig. Und so kam das auch, dass hier in der Charité sehr, sehr, sehr wichtige Datenbanken für genetische Fingerabdrücke in kriminalistischen Fällen geführt wurden und werden, oder beziehungsweise jetzt beim Landeskriminalamt, weil die Charité die alle gefeuert hat. Hier jetzt noch was zum Rausgehen. Also man kann ja auch vor die Tür gehen, muss man ja auch, kann man aber bleiben lassen. Sie haben schon gehört, manchmal ist es gefährlich. In den Philippinen war es damals nicht so gefährlich. Und ich habe mich sehr, sehr oft gefragt, warum ich so ein bisschen unter dem Radar fliege. Und einer der Gründe ist, dass ich, wenn ich mir die Haare nicht so rasiere, also nicht so stark abrasiere, dann habe ich schwarze Haare und ich habe auch dunkle Augen und dann so ein bisschen so einen dunkleren Bart. Und dann denken die irgendwie, okay, der ist auf jeden Fall schon mal kein Gringo. Das ist schon mal das Wichtigste.
dass man also nicht aus Nordamerika kommt. Und das hat mir immer sehr geholfen, auch in ziemlich brenzligen Situationen, wo ich schon gemerkt habe, jetzt könnte es ernst werden. Aber da konnte ich dann gut und schnell reagieren, weil ich immer so eine kleine Verzögerung erzeugt habe, weil die erstmal dachten so, okay, aus dem asiatischen Raum ist er nicht, aber ein Gringo auch nicht und so. Das ist besonders in Lateinamerika auch wichtig. Und auf diesen Straßen sieht das aus, also das kann man überhaupt nicht richtig einordnen. Ist das jetzt gut strukturiert, ist das schlecht strukturiert? Warum arbeiten Leute, warum machen die so ein Feuer auf der Straße? Und ganz oft ist das der Arbeitsplatz von denen. Ich habe mit denen geredet, es gibt viele Leute, die haben einfach, wie ich Ihnen das vorhin aus Indien erzählt habe, eine Stelle auf der Straße und da arbeiten die. Zum Beispiel ein Job, den ich jeden Tag gesehen habe in Vietnam, weil das gegenüber von da, wo ich gewohnt habe, war. Die haben sich zu zweit auf die Straße gehockt und haben diese runden Plasteteile, die sie am Auto haben, als Abdeckung für ihre Lampen vorne. Da konnten sie mit dem zerbrochenen Teil hingehen und dann haben die das 1:1 von Hand nachgefeilt aus irgendwelchen Resten, gefärbten Plastikresten, die gefunden haben. Das war der Beruf von denen. Das haben die jeden Tag ganztägig gemacht. Von Hand, also ohne Werkzeuge. Die haben irgendwie, also mit einer Feile und einem Riesenberg von Plastikresten konnten sie eben das dann dahin bringen und haben es gemacht. Also unvorstellbar. Und dann bin ich zu Hahnenkämpfen gegangen. Weil ich gesagt habe, das will ich mal sehen, ich verstehe nicht, wie Hahnenkämpfe funktionieren. Und dann gab es wieder ein Riesentheater, da wollten die mich nicht hinbringen, bis einer dann endlich gesagt hat, okay, komm mit, aber nur ganz kurz. Ganz, ganz kurz, also maximal 5 Minuten. Und ich so, also ich habe schon viele Leichen und viele Tote gesehen und ich weiß, dass ihr hier Tiere tötet, ich kann es jetzt auch nicht ändern, ich kann es ja wenigstens dokumentieren, wie beim Kriminalfall. Ändern kann ich es nicht, aber dokumentieren kann ich es halt. Ne? Geht's noch? Ihr habt was vom Hahnenkampf mitgebracht, ja, könnt ihr mir gerne geben für die kriminalistische Sammlung. Oder was? Also, naja, nicht den Hahn, sondern das Messer. Ja, das verrät. Dann muss ich gucken zu Hause, ob ich es finde, dann zeige ich dir das. Bring ich dir sehr, sehr gerne. Die Mutter von Forscher Karl. Genau, und zwar solche kleinen, ganz scharfen Messer, genau. Mit solchen Metallhaken dran, genau. Die den Hähnen um die Füße gebunden haben. Sehr gut. Also, wenn du das hast, ich habe Interesse für meine kriminalistische Sammlung. Das Interessante ist nämlich, Sie sehen die Messer hier. Und dann bin ich da hingegangen, Sie sehen schon, okay, man denkt so, ja, ich habe alles verstanden, die Tiere bringen sich um. Und dann gucke ich die Messer an, Solingen steht da drauf, nicht so, nicht im Ernst. Das heißt, so wie ich einmal quer um die Welt aus den Philippinen da meine T-Shirts hingebracht habe, sind die Messer, die da verwendet werden, Solinger Stahl. Das ist also das beste Stahl, das bei Hahnenkämpfen angewendet wird. Und das hat mir später sehr viel geholfen bei wieder Tierkämpfen in organisierter Kriminalität. Da wird so mit 200-Euro-Scheinen oder was auch immer es gerade gibt, 500 Euro, was auch immer gerade existiert, wird dann gewettet mit Kampfhunden. Weil ich am Anfang nicht verstanden habe, ich dachte, bei Kampfhunden geht es um die Kampfhunde nach Gesetz. Aber dann stellte sich raus, das sind eben Hunde, die ihr Leben lang nur trainiert werden, andere Hunde zu töten. Und das ist egal, welche Rasse das ist. Und genauso ist das hier bei diesen Tieren. Das Einzige, was sie im Leben lernen, ist, andere Tiere zu töten. Und wenn sie dann in einer bestimmten Weise diese Messer anbringen, dann können die sich töten. Hört sich nebensächlich an, aber Sie merken schon, bei mir fließt das natürlich in der Arbeit immer alles so ein bisschen zusammen. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehst du auch nochmal in die Links, das bin wieder ich, vor sehr langer Zeit. Jetzt geht es immer wieder in die normale Bevölkerung und dann gab es auch sowas wie so Ökotouren. Das hier ist gegen Husten, eine Pflanze, die übrigens wirklich gegen Husten wirkt, das ist kein Aberglaube. Und dann habe ich dann Insekten gesammelt, das will ich jetzt nicht weiter erzählen, weil das heute nicht so das Thema sein soll. Ich arbeite ja mit Insekten auf Leichen, aber das mache ich vor Ort natürlich auch immer. Und sehr interessant, viele Pflanzen ziehen auch Leicheninsekten an. Da hatte ich in Deutschland überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Aber das sehen Sie sehr, sehr oft in tropischen Ländern, dass sie auch spezialisierte Tiere haben, die auf Pflanzenleichen gehen. Und dann habe ich immer so eine Flasche dabei mit Ethanol, sammle die Tiere ein und dann habe ich tatsächlich auch eine neue Tierart entdeckt, etwas später in Peru, das kann ich Ihnen vielleicht gleich noch zeigen. Ich will Ihnen aber nochmal dieses Ineinanderlaufen von Hölzchen zu Stöckchen, und ich habe ja vorhin von christlichen Wundern geredet, das will ich Ihnen auch nochmal zeigen. Während ich da bin, erzählen mir die Leute, Marc, bei uns, also wir merken, du bist so ein bisschen neugierig und guckst dir auch so die Heilpflanzen was an, was keiner glaubt. Alle Leute denken, das wäre nur Fantasie und Einbildung und so. Und dann haben die gesagt, wir haben eine Straße, da kannst du Wasser drauf kippen. Wasser ist nicht magnetisch oder zumindest nicht so, dass das von Bedeutung wäre. Oder einen Ball hinlegen aus Plastik oder Plaste und dann rollt er den Berg hoch. Habe ich gesagt, ja, okay, kann ich mir das angucken? Und zu meiner Überraschung sagen die, ja, natürlich. Deswegen erzählen wir es dir ja, weil du prüfst ja alles. Das finden wir gut. Ich so, was ist jetzt los? Da sind wir hingegangen, habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ich sehe da jetzt nicht so, weiß nicht, da geht es doch berghoch, oder? Haben die gesagt, naja, geht's hier berghoch oder bergrunter? Und sie werden staunen, das ist bergab. Und das glauben sie jetzt natürlich nicht. Brauchen sie aber nicht glauben, weil sie können einfach Wasser dahin gießen. Und dann sehen sie, dass das Wasser
doch nicht den Berg hochfließt. Und dann waren natürlich alle dran so, ja, das sind riesige magnetische, Sie wissen ja, auf der Erde gibt es verschiedene Magnetfelder, verschiedene starke Magnetbereiche und so. Und das sind, und dann habe ich rumgefragt bei den Physikern, die haben gesagt, nee, Marc, da brauchst du aber mehr als im MRT drin ist und das würde keiner aushalten, weil wenn du dann Ohrringe anhast, die magnetisch sind oder so, dann klebst du da am Boden oder so. Also das kann es nicht sein. Und es hat richtig lang gedauert, bis wir es rausgekriegt haben. Alle Geräte haben versagt, weil sie kaputt waren. Infrastrukturschwäche, Brain Drain, Armut. Wir haben einen Riesenlaster, wie bei Ghostbusters. Ihr wisst schon, eure Großeltern haben den Film geguckt. Teil 3 kommt aber jetzt in die Kinos. Und wir haben also einen riesen Apparatepark dabei gehabt, hat alles versagt. Sogar der Kompass war kaputt. Und dann haben wir zum Glück das mit dem Wasser und mit den Bällen gemacht. Und dann bin ich hingegangen und habe mir gedacht, was kannst du jetzt machen? Also das mit dem Wasser ist ja schon recht eindeutig, aber es sieht ja eindeutig so aus, als ob das Wasser den Berg hochläuft auf Fotos und jeder sieht es. Es gibt niemanden, der was anderes sieht. Die Kamera auch nicht. Das ist immer ganz schlecht. Da habe ich mir gedacht, bau dir doch einfach ein Pendel. Jetzt sagen sie natürlich alle, ja, bin ich sofort drauf gekommen. Ja, aber eben nicht. Außer mir war keiner drauf gekommen bisher. Und so ist das jedes einzelne Mal, wenn wir ein Wunder untersuchen, die einfachste Untersuchungsmethode, von der hinterher jeder sagt, das hätte ich dir vorher sagen können, nur leider hat es 100 Jahre lang keiner gesagt, komischerweise, ist dann die richtige. Und jetzt sagen Sie natürlich, ja, aber vielleicht gibt es da Schwerkraftverwerfungen oder so. Aber zum Glück gibt es dafür Experten und Expertinnen, die dazu Messungen machen können. Das heißt, als nächstes kann man sagen, okay, wenn du ernsthaft glaubst, dass die Schwerkraft das Pendel genau so jetzt verzerrt, dass dieser rätselhafte Magnetismus das Wasser den Berg hochlaufen lassen kann, dann fahr da hin und miss es. Das ist das Wichtige. Es muss reproduzierbar sein, also wiederholbar, es muss überprüfbar sein und die Messung muss, sagen wir mal, von anderen Forschern und Forscherinnen nochmal nachzumachen sein. Und das ist eben das Geile. Jetzt sagen Sie sich, boah, kann der ja machen, der Benecke, aber was hat das jetzt mit Forschung zu tun, mit harter Forschung? Das kann ich Ihnen sagen. Vor nicht lange her kommt diese verzweifelte Frau, meine Kinder sind magnetisch. War auch sehr, sehr eindrucksvoll. Da klebt also alles an denen dran. Löffel, sehen Sie da auch auf der Nase, überall. Das Gute an der Sache war, dazu hatte ich schon Experimente gemacht. Zum Glück. Das heißt, wenn Sie das sehen, denken Sie, okay, also das muss Magnetismus sein, was soll das denn sonst sein? Dann habe ich aber schon vorher bei der Vorbesprechung gesagt, ich habe eine Frage an Sie. Sind die Kinder minimal übergewichtig? Nicht nach heutigen Standards, aber nach den Standards, die, sagen wir mal, vor 20 Jahren gegolten haben. Also sind die ganz leicht übergewichtig? Und haben so eine bisschen teigige Hautstruktur, also haben jetzt nicht so ein 8-Pack oder sowas, ja. Und dann sagen die jedes Mal, immer, sagen die, ja, aber was hat das mit Magnetismus zu tun? Dann sage ich so, kein Problem, kommen Sie mal vorbei. Und dann haben wir das eben denen gezeigt, dass sobald man eine leichte Wölbung hat, nicht frisch geduscht und eingepudert ist, duschen ist gar nicht so wichtig, aber Sie dürfen sich nur nicht einpudern, dann klebt alles an Ihnen, können Sie selber ausprobieren. Das funktioniert bei jedem und wenn es nicht funktioniert, dann haben Sie keine teigige Haut oder kein leichtes Übergewicht. Wir haben dann, und jetzt sagen Sie, okay, ist ja niedlich, aber wer glaubt denn sowas? Also erstens, das glauben viele Leute und die Mutter ist hochgradig verzweifelt gewesen. Wir reden von echter Verzweiflung. Also dass Sie, wenn Sie Kinder haben, wissen Sie das, ne? Dann nehmen Sie alles 100-mal schlimmer. Ne? Denkt doch an die Kinder und so. Ja, genau, kann ich auch verstehen. Und hier, das ist zum Beispiel jetzt eine Besonderheit. Meine Frau, das war wegen, das haben Sie vielleicht nicht mitbekommen, aber es gab eine Riesenbewegung auf der Welt. Also das waren richtig viele Leute, Zehntausende verzweifelter, hysterischer Menschen, die dann bei uns gelandet sind. Alles aus erster Hand, nicht gelesen. Die sind wirklich bei mir gelandet und bei meiner Frau. Wir werden durchs Impfen magnetisch, wir können Ihnen das beweisen. So, jetzt mache ich das aber schon seit 1995. Und dann habe ich gesagt, okay, passen Sie auf, ich zeige Ihnen was. Wir machen das jetzt bei meiner Frau vor. Die hatte also weiche Haut und so eine Vorwölbung natürlich da. Und ich bin wirklich magnetisch. Das heißt, das gibt's auch. Aber ich sage euch warum, weil ich mir zwei Magnete habe implantieren lassen, damit eben man mal den Unterschied zeigen kann zwischen Magnetismus und Nicht-Magnetismus, weil das kann man im Kompass testen. Das heißt, was wir jetzt immer machen ist, bei den Kindern und bei den Eltern, schenke ich denen natürlich hinterher, dann kaufe ich, hier gibt es auch hier im Shop, ein Profi-Kompass, steht sogar drauf hier im Shop, ein Profi-Kompass für Kinder. Und dann nehmen wir so einen Profi-Kompass und dann sagen wir denen, pass auf, jetzt geh mal an meine Hand, damit kann ich Münzen hochheben und Büroklammern und so. Und dann gehst du mit dem Kompass dran, bums, ne, geht sofort die Nadel hin. So, und jetzt machst du das bei der Mama oder bei dir, passiert überhaupt nichts. Merkst du was? Also da gibt es einen Unterschied. Und dann manchmal, je nachdem, wie aufgewühlt die Leute schon sind, hören die zu oder nicht. Aber dann gebe ich denen die Fotos mit, dann gebe ich denen das Video mit, dann gebe ich denen eine Anleitung mit. Und die Anleitung lautet, wenn du zu Hause bist, gehst du dir mal
Puder besorgen, die gibt es beim DM, ne, oder beim Rossmann oder irgendwo, der kostet irgendwie 1,50 €. Und dann bestäubst du dich mal in Puder und wirst du sehen, dann ist der Magnetismus weg. Und dann überleg mal, warum Puder Magnetismus beseitigt. Das kann doch gar nicht sein. Und dann kommen die halt 2-3 Jahre später wieder oder 10 Jahre später und sagen, ich habe ihnen das nicht geglaubt, aber 5 Jahre später habe ich das mit dem Puder gerafft. Puder kann keinen Magnetismus wegmachen. Ne, das habe ich experimentell erprobt, zum Beispiel bei allen bei Magneten. Wenn man da Talkumpuder drauf macht, dann schlägt der Kompass trotzdem noch aus. So. Das heißt, Experimente sind das, was funktioniert und alles andere nicht. Und das kann man überall auf der Welt machen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich will Ihnen noch 2 kleine Beispiele zeigen, so bis halb, und dann können Sie was fragen oder auch nicht. Das ist in New York, in Manhattan, wo ich ja, wie gesagt, von 97 bis 99 war, da in der Rechtsmedizin. Da zeige ich Ihnen nur, das sind Fotos von Martin Schöller, der ist mittlerweile sehr, sehr berühmter Fotograf in New York. Der hat aber hier in Berlin auch manchmal Ausstellungen. Da sind also die Spuren drin, in so braunen Papiertaschen, auch nicht, wie man sich das vorstellt, in Plastik, weil in Plastik verrottet alles und schimmelt, wenn es feucht ist. Und tut mir leid, dass ich da immer drauf bin, der hat halt für so eine Zeitschrift Fotos von mir gemacht, ich habe leider keine anderen. Und da sind wir. Und in New York war das so, dass ich mir gesagt habe, wenn du schon hier bist, dann kannst du auch in einer coolen Ecke der Stadt wohnen. Nicht da, wo die Reichen und Schönen wohnen, sondern da, wo die echten Menschen wohnen. Dann bin ich ganz nach oben, so Richtung Harlem und so weiter. Das war aber viel zu weit, weil man im Bus runterfahren wollte bis zur Rechtsmedizin. Also das war dann so 180. Straße oder sowas. Und die Rechtsmedizin ist in der Nähe der 30. Straße. Das war sinnlos. Ich hatte da keinen Bock drauf. Dann habe ich mir gedacht, okay, gehst du ins East Village. Das ist das alte Einwandererviertel für Polen, Polinnen, Ukrainer, Ukraininnen und Deutsche. Steht sogar an einem Haus noch dran, Deutscher Schützenverein, Jägerverein, in Stein gemeißelt. Da habe ich dann gewohnt. Und hier sehen Sie das Empire State Building im Hintergrund. Und ich wohnte in einem Keller. Da sehen Sie das, da bin ich in meiner Kellerwohnung. Das stammt alles, also das stammt vom Sperrmüll. Hier sehen Sie meine Dienstkleidung. Also winzig kleine Kellerwohnung. Also das ist ein Kellerschacht, ne? Also so ein Lichtschacht. Da ist eine Mauer davor. Das ist mein Lieblingscafé. Und ich zeige Ihnen das so ein bisschen, weil jetzt kommt Folgendes. Gegenüber war ein Laden, das ist der Psychic Reader. Also die können aus der Hand lesen und so. Und dann habe ich ab und zu mal Leute mit $5 dahin geschickt und dann kam immer dasselbe raus. Sie werden eine große Reise machen. Und wenn das Frauen waren, es gibt 2 Männer in ihrem Leben. Und dann sind die Frauen immer kalkweiß geworden. Und ich so, Mann, dein Bruder und dein Chef. Oder dein Vater und dein Bruder. Ne? Und die so, oh ja, okay, ein Glück. Ne? Ich dachte schon, die wusste das. Also, jedenfalls, das war immer dasselbe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mit denen kannst du nicht so viel anfangen. Das ist nicht so spannend zum Testen. Obwohl ich auch in der kriminalistischen Zeitschriften schon Tests von Medien und solchen Leuten gemacht habe. So ist es jetzt nicht. Die versagen aber bei verblindeten Tests. Und dann habe ich jemanden getroffen, das kann ich Ihnen jetzt nur kurz andeuten, das hat sehr, sehr weite Kreise gezogen. Das war die 2. Person auf der Welt, die sich die Zunge hat spalten lassen. Hier in Berlin sagen sie, Zunge gespalten, habe ich auch. Ne? Meine Mutter hat die Zunge gespalten. Also, aber damals war das unvorstellbar. Die erste Person, die das gemacht hat, hat sich mit einer Angelschnur, die sie jeden Tag weiter zugedreht hat, also ein Loch gemacht, ein Zungenpiercing, und das immer weiter zugedreht. Und dann die 2. hat sich gesagt, das möchte ich nicht, das ist irgendwie ein bisschen entzündlich und tut weh. Und dauert so lange, ich gehe zum Arzt und sage dem, entweder du machst das jetzt oder ich mach's mit der Angelschnur. Und dann hat der Arzt auf die Erpressung reagiert und hat's gemacht. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich zu dir gesagt, pass mal auf, ich muss dir direkt eins sagen. Ich mache nur Messungen, ich habe kein Interesse an Gelaber. Hast du Lust, dass ich das fotografiere und dokumentiere und wissenschaftlich veröffentliche? Hat die gesagt, ja klar. Warum redest du so viel? Natürlich, ist doch normal, dass man Sachen misst. Also sie treffen überall Menschen, die wissen, dass man Dinge messen muss. Veröffentlicht im American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Ich zeige jetzt nicht die Farbbilder, aber das ist der erste Bericht über, die hat dann später auch noch Körperbereiche von sich gegessen, also nur sehr kleine, so Hautstücke und so weiter. Und habe ich als erster Mensch die Zungenspaltung und auch noch Sachen, die Sie jetzt alle langweilig finden, aber das war damals noch sehr, sehr aufregend, also Scarification und solche Narbenmuster, die dann mit Tattoos umwunden sind und so weiter, habe ich das in die Literatur eingeführt. Das war aber in Manhattan, ne? Also in New York, da haben alle gesagt, ja gut, in Manhattan gibt's das. Und dann poppten die Leute überall auf der ganzen Welt poppten die Leute auf und haben gesagt, endlich, ich dachte, ich wäre der Einzige, der das macht. Ich dachte, ich spinne. Ich dachte, ich bin ein Sonderling. Ich dachte, ich bin pervers. Ne? Und so, ja, das ist halt wie immer so. Jetzt sagen sie wieder, ja, kann er ja machen. Das war vor wenigen Tagen hier in Berlin, BMXnet, das ist die Extreme Body Modification. Da habe ich schon so einen Sticker, weil ich so oft Vorträge da halte. Und
die nächste Generation lernt jetzt sozusagen was, also ich lerne was von denen und die lernen was von mir. Das, ist ein, das sind Piercerinnen und Tätowiererinnen, würde man nicht glauben, weil die halt jetzt nicht so wie in Berlin so ein bisschen auffälliger unterwegs sind. Und da habe ich einen Vortrag darüber gehalten, wie man eben Hygiene unter Corona-Bedingungen machen kann, vor ein paar Tagen jetzt. Ich habe aber auch schon vor, hier, da sehen Sie die Leute, das sind ziemlich viele. Einer von denen trollt übrigens immer unser Foto, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können. Das macht er schon seit 7 Jahren. Er stellt sich immer nackt in die... Ich habe ein Foto, wo kein Nackter drauf zu sehen ist. Und jetzt sagen Sie wieder, ja, das kann er ja machen, aber ist das wirklich Wissenschaft? Das ist mega Wissenschaft, weil was machen Sie, wenn Sie eine Leiche haben und die hat Narbenmuster? Wissen Sie, was dann in der Boulevardpresse steht? Ritualmord, gefoltert. Ja, ist aber sehr, sehr oft überhaupt weder ein Ritualmord noch gefoltert, sondern das ist halt eine Body Modification. Und hier, das haben wir letztes Jahr, vorletztes Jahr gemacht, das ist die Lisa, eine Freundin von mir, die ist Zirkuskünstlerin, die kann Schwerter schlucken. Dann hat sie gesagt, ich würde mal gerne sehen, wie das genau aussieht, weil das ja, es kann ja sein, dass man irgendwelche körperlichen Besonderheiten hat, sodass das dann gefährlich ist, dass man dann Körperbereiche verletzt durch das Schwert, die dann mittelfristig zu Entzündungen oder den Tod führen. Und dann haben wir mit der jüdischen Klinik hier in Berlin geredet und dann hat sie das halt vom Röntgengerät gemacht. Und zack, schon hatten wir die nächste sehr gute Studie darüber, wie unter bestimmten Bedingungen das Schwert im Körper von Schwertschluckern sich aufhält und wo die Gefahren sind. Und dann können Sie direkt die nächste Fortbildung machen. Und jetzt sehen Sie, ich bringe die Leute nicht nur aus anderen Kulturen zusammen in anderen Ländern, sondern auch aus anderen sozialen Kulturen. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr zu Pfingsten, als Corona war, da hat der Joy Club, das ist eine Gruppe, das sind hauptsächlich Leute, die so sexuell offen sind, oft auch Swinger, Swingerinnen, alles Mögliche. Das sind, ist, Achtung, festhalten, das werden Sie jetzt nicht glauben, jeder fünfte sexuell aktive Deutsche ist dort Mitglied. Wussten Sie das? Okay, jeder fünfte von Ihnen wusste es möglicherweise, wenn Sie sexuell aktiv sind. Also das ist eine Riesen-Community. Da fliegen Ihnen die Ohren weg, wenn Sie mal die Zahlen sehen. Nur redet natürlich keiner drüber auf der Arbeit, ne? weil dann man nicht weiß, ob die anderen das gut finden. Und da habe ich dann zum Beispiel aus all dem, was Sie jetzt hier gesehen haben und Sachen, die ich Ihnen nicht zeige aus dem sexuellen Bereich, einen Vortrag darüber gehalten, wie bringe ich mich beim Sex nicht um. Da denken Sie vielleicht, passiert mir eh nicht, kein Problem. Sie können mal gucken, wenn wir die Veranstaltung machen. Wir haben einen im Ruhrgebiet gemacht, Gratis-Eintritt, nur, also nicht öffentlich angekündigt. Da sind 800 Leute gekommen, ohne Ankündigung. Also hat sich nur rumgesprochen gehabt. Das ist der Punkt. Das heißt, ich verbinde dann Rechtsmedizin, Kriminalistik, internationale Arbeit, Spurenkunde und alles andere mit Neugier. Letztes Beispiel, glaube ich, damit wir pünktlich um halb Schluss machen können, das ist in Peru. Und ich gucke aus dem Fenster und denke mir so, nee, die gibt's wirklich. Ich dachte, die gibt's, das sind so esoterische Linien. Also gab's auch keine Durchsage im Flugzeug, so links sehen Sie jetzt die berühmten Nazca-Linien oder sowas. So, wow. Und dann werde ich ins Hotel gebracht. Da habe ich, in Peru haben wir ein Training über Insekten auf Leichen mit den Studierenden gemacht. Und dann denken so, mein Gott, wie pittoresk, der Marc hat so gut. Und ich habe vorhin im Nebensatz gesagt, das ist super anstrengend, super ermüdend. Das liegt daran, Zeitverschiebung vertrage ich gar nicht gut, frühes Aufstehen vertrage ich nicht gut und super viele Reize von außen vertrage ich nicht so gut. Außer es ist Blätterrauschen oder Wasser, was plätschert oder sowas. Da kann ich gar nicht genug von kriegen oder ein Gewitter oder so. Da gehe ich sogar freiwillig ins Freie dann, wenn es nicht gefährlich ist oder nicht allzu gefährlich. Aber sonst sind Menschen manchmal ein bisschen stressig für mich. Und dann denken sie, ach, ist doch schön, ne? Also geht so. Das da ist eins der größten Slums der Welt. Und Sie denken vielleicht, Slums sind so wie irgendwas, wo man mit ein bisschen Liebe und Güte und Arbeit rauskommt und dann wird alles schön und dann heiratet man und dann wird alles ordentlich und sauber. Das ist nicht so. Wenn Sie jemals in Slums gearbeitet haben, dann wissen Sie, was da los ist. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel sagen, das erzähle ich normalerweise nicht, aber ich will Ihnen den Ernst des kulturellen Vermischens, was ich Ihnen hier das erste Mal, den Vortrag habe ich noch nie gehalten, will ich Ihnen wirklich eindrücklich machen. Ich bin immer in die Slums in Manila gegangen und habe mit denen Bier getrunken, San Miguel. Und nach einiger Zeit kommen die zu mir und sagen so, möchtest du mal meine Tochter kennenlernen? Dann sage ich so, ja, ich dachte, das wäre so ein Familiending, ne? So, also jetzt bist du Teil unserer Familie hier, ne? Weil wir immer Bier zusammen trinken, so ein Fläschchen abends. Und dann stellte sich raus, sie wollten die mir irgendwie verkaufen für eine Woche oder so. Ich so, fuck, das ist ein Missverständnis. Das heißt, sie dachten, ich gehe dahin, weil ich mich nicht traue, nach irgendwelchen sexuellen Dingen zu fragen. Das heißt, das war also ein Missverständnis von deren Seite jetzt, weil die noch nie erlebt hatten, dass es einen normalen Menschen gibt, der im Slum einfach rumhängt.
In Peking habe ich das auch erlebt. Da sind wir, meine damalige Frau und ich, mit den Uiguren rumgehangen. Die Uiguren, haben Sie von gehört, ne? Das sind die, die jetzt alle im Konzentrationslager sitzen oder im Umerziehungslager. Ich habe das live erlebt. Das waren völlig friedliche, normale Leute. Die haben keiner Fliege etwas zuleide getan. Die haben niemanden belabert. Die haben keine Religionskriege geführt. Das sind ja manchmal Leute aus einer anderen Religion. Das waren die nettesten, friedlichsten, freundlichsten, zugänglichsten Menschen, die ich getroffen habe. Das ist jetzt kein Witz, was jetzt kommt. Ich war persönlich dabei. Sonst denken Sie, das ist ein Märchen, was ich irgendwo gehört habe. Eines Morgens stehen wir auf und das gesamte Uigurendorf ist weg. Bis auf den Erdboden geräumt. Nicht mehr vorhanden. Und wir so, hä? Und haben gesagt, ja, die hatten die Wahl. Entweder da drüben irgendwo an den Stadtrand ziehen oder wer weiß, wo sie sind. Also nur, dass Sie mal sehen, die Welt ist wesentlich brutaler, verrückter und unvorhersehbarer, als man das im ersten Moment sehr, sehr häufig meint. Und das gilt auch für diese Slums. Da müssen Sie unheimlich aufpassen. Es gibt Ecken von Slums, da dürfen Sie nicht in die Nähe kommen, weil das überleben Sie nicht. Gibt es auch in Chicago übrigens. Da ist es noch nicht mal ein Slum, sondern einfach ein Stadtviertel. Und es gibt Slums, da können Sie sich völlig problemlos aufhalten, alles ist cool. Wer von Ihnen möchte das ausprobieren? Ich probiere es aus. Weil mich das interessiert. Und das hier ist ein Vulkan. Und dann habe ich mal nachgeguckt, habe ich gedacht, ach wie schön, ein ruhender Vulkan. Weit gefehlt. Das ist ein Vulkan, der demnächst mal wieder ausbrechen wird. Und dann habe ich mal geguckt, was da so rauskommt. Pyroklastische Ströme. Das sind ungefähr mit 700 Stundenkilometern auf sie zukommende Aschewolke. Und dann habe ich die Leute gefragt, was macht man denn, wenn der Vulkan ausbricht? Und der pyroklastische Strom, der kann übrigens Meere überwinden. Also nicht komplette Meere, aber also der kühlt im Wasser nicht ab, sondern bringt dann das Wasser zum Kochen oder geht drüber hinweg und tötet sie. Dann haben die gesagt, ja, also wenn du den pyroklastischen Strom siehst, dann bist du ja eigentlich schon tot. Dann guckst du dir einfach an. Also bleib einfach stehen und guckst dir an. Nicht so, super, danke für das Hotelzimmer, toll. Ne? Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir zum Beispiel die Speisen angeguckt, das kennen Sie schon. Das heißt, ich lasse mir aufschreiben von den Leuten, wie das vor Ort genannt wird, wie die Speisen genannt werden, weil wir eben Mageninhalte von Leichen untersuchen. Sie erinnern sich, das habe ich vorhin schon erwähnt. Und dann denken Sie, was hat da denn jetzt? Das sind die Tatortkärtchen, die können Sie auch gleich noch kriegen. Da sind Millimeter, Zentimeter drauf und Inch und Farbskala. Beim Messen braucht man einen Maßstab. Kriegen Sie gratis von mir. Wenn Sie nach Hause kommen, können Sie alles messen. Lebensmittel, Leichen, was auch immer Sie möchten. Und dann schreibe ich mir das auf, weil natürlich die örtliche Bezeichnung dafür, die ist natürlich häufig anders als die Bezeichnung, von der wir glauben, dass es sind. Sie kennen das ja alle in Deutschland, Zuckermais, Futtermais. Wenn Sie Pech haben, kriegen Sie Futtermais serviert als Corn on the Cob. Selten, aber passiert. Und das hat natürlich völlig andere Verdauungseigenschaften als der Zuckermais, der total weich gekocht ist. Das heißt, da habe ich mich also in die Maiskörner eingefuchst, habe das alles fotografiert und jetzt fragen Sie mich, wofür ist das wichtig? Weiß ich noch nicht, aber genauso wusste ich nicht, als ich das erste Mal die Frau mit der Zungenspaltung getroffen habe, dass ich 25 Jahre später in Berlin einen Vortrag darüber halte, wie man Hygiene hält, wenn man sich mit zwei Fleischhaken unter einen Baum hängt, ohne dabei eine Entzündung zu kriegen. Also das heißt, was ich vorhin schon sagte, man muss halt mit der Umgebung, in der man ist, sich begeben. Da gibt es übrigens einen neuen Dune-Film, falls Sie den mal sehen wollen, der läuft gerade IMAX 3D und so weiter in Berlin, OV, können Sie den sehen. Da ist eine sehr schöne Szene drin, wo das auch gemacht wird. Da sagt einer von denen, okay, die Situation ist nicht mehr kontrollierbar, ich weiß jetzt nicht, was passiert, ich muss jetzt einfach in die Situation reingehen. Das ist wirklich eine gute Erfahrung, weil Sie dann nämlich mehr Kontrolle haben, als wenn Sie glauben, Sie können Kontrolle über was haben, worüber Sie keine Kontrolle haben. Das ergibt keinen Sinn. Sie streichen also einen Störfaktor raus, wenn Sie sich mit der Situation anfreunden. Und dann, was man dann lernt, ist zum Beispiel, dann sagen die, oh, Marquito, kennen Sie schon, kleiner Mark. Hier sehen Sie wieder diesen merkwürdigen Mais. Dann interessiert dich sicher unser Gericht, haben Sie alle schon gehört, das ist jetzt in Arequipa in Peru. Cui, ne? Also Meerschweinchen, so große Meerschweinchenart. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich esse ja nur Pflanzen, ne? Also keine Tierprodukte, aber habe ich gesagt, okay, kann ich mir gerne angucken. Dann haben die mir das also gezeigt und in der Tat, dann habe ich also gelernt, tatsächlich, ne? Sie wissen ja, bei Wirbeltieren sind die Zähne sehr wichtig, da kann man die also daran bestimmen. Und dann habe ich mir angeguckt, nicht nur wie die aussehen als Brandleichen, sondern auch, wie die zubereitet werden. Und wenn Sie mal genau hingucken, sehen Sie schon wieder was Interessantes im Bild, nämlich der Unterkiefer ist irgendwie aufgespalten. Jetzt sagen Sie alle, ja, habe ich direkt gesehen. Ne? Nur, wenn Sie dann die Spuren finden von zerspaltenen Kiefern, dann haben Sie natürlich die Tendenz zu sagen, das war Gewalteinwirkung, die mit dem Tod zu tun hat. Hat aber jetzt nichts mit dem Tod zu tun, sondern hat was mit der Zubereitungsart zu tun. Da war das Tier aber schon tot. Das Tier wurde also eben gerade nicht getötet durch Schläge ins Gesicht oder durch Hiebe oder sowas. Und
Dazu vielleicht noch, vielleicht zum Abschluss oder mal sehen, ob Sie noch Fragen haben. Hier noch ein paar Verquickungen kultureller Art. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Da haben wir also tote Schweine in den Urwald gelegt, in Peru und in Kolumbien. Treffen uns dann ein paar Jahre später wieder. Das ist die Kollegin Martha Wolf, die hier, als wir vor vielen Jahren die Fliegenausstellung eröffnet haben, haben wir so ein Stück Bindfaden genommen, dann hat sie symbolisch den durchgeschnitten, weil ich wollte, dass das jemand aus Südamerika macht und nicht der weiße alte Mann. Und das ist die Martha Wolf, die ist eine super Entomologin, die hat einmal in ihrem Leben hat die also ein Grant bekommen, also Geld. Ich weiß übrigens, was da so klopft, das ist mein Ohrring. Das ist der Ohrring, ja. Und hat wirklich das beste entomologische Labor, was ich kenne, zumindest in südlichen Amerika. Und dann habe ich von einem der Schweine, nicht von diesem, sondern von einem anderen, habe ich wieder in so ein Fläschchen, Sie haben das vorhin gesehen, diesmal war es aber Rum, Ron Medellin, also Rum aus Medellin. Da hatte ich immer ein Fläschchen dabei, die Studierenden auch. Da ist das so, dass man tags rumtrinkt und nachts arbeitet. Das hängt mit den Temperaturen zusammen. Das war auch sehr ungewöhnlich für mich. Aber gut, wie gesagt, man muss mitmachen. Funktioniert auch erstaunlicherweise. Und dann habe ich also diesen Rum geopfert und habe die ganzen Tiere reingetan. Und dann haben wir ein Tier entdeckt, ein sehr, sehr kleines Pseudo-Lycuriella martita. Und Martita haben wir das Tier benannt, weil meine Kollegin Martha Wolf heißt und weil sie dabei war und weil ich eben immer den Leuten aus den armen Ländern die Möglichkeit geben möchte, dass sie auch mal ihren Anteil zumindest an so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Weil wirklich, das ist eine Pest auf dieser Erde, dass die weißen Europäer und Nordamerikaner immer alles an sich nehmen und wirklich nicht verstehen, dass sie sich gerade scheiße verhalten haben. Also die merken das überhaupt nicht. Die denken so, ja, wenn ich in den Urwald gehe und diese Hustenmedizin entdecke, dann können wir die jetzt patentieren. Und dann sagt der Mann, der das um den Hals hatte, wenn er davon erfährt, sagt er, ja, aber das war doch meine Entdeckung oder die von meinem Urgroßvater vor 200 Jahren oder weiß ich nicht wie lange. Und dann sagt man, ja, aber ihr habt ja nur um den Hals gewickelt. Wir haben den Wirkstoff daraus geholt. Das passiert jeden Tag. Sie können sich nicht vorstellen, wie der Rest der Welt uns dafür hasst. Sie können sich das nicht vorstellen. Stellen Sie sich vor, jemand wird zu Ihnen nach Hause, während Sie hier sitzen, in die Wohnung gehen, wird die vermieten. Und dann kommen sie nach Hause und jemand hat Geld damit verdient und dann sagen sie, sag mal, spinnst du? Das ist meine Wohnung, du kannst ja nicht meine Wohnung jetzt vermieten. Dann sagt er, ja, ist doch jetzt wohl nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht so an, du warst doch beim Markt, beim Vortrag, brauchst du doch deine Wohnung nicht. Genau so ist das. Und die Leute merken das nicht. Und ich muss auch dazu sagen, man kann sich auch selber da sehr zurücknehmen. Ich bin dann nicht als Autor aufgetreten hier, sondern da steht dann nur, die Autoren und Autorinnen danken Marc Benecke dafür, dass er diese Art gesammelt hat. Also man muss da wirklich sehr, sehr weit runterfahren. Das ist sehr unüblich in der Wissenschaft. Also Sie können mal die Kolleginnen und Kollegen hier im Naturkundemuseum fragen. Die meisten von denen würden sich dann lieber in die Autoren reinschreiben, weil das wichtig ist für die Fördermittel. Und damit runde ich es jetzt ab, indem ich Ihnen was Verrücktes zeige, damit Sie mal sehen, dass das auch eine gute Wirkung haben kann, wenn man sich mal nicht scheiße verhält. Sondern wirklich alle Leute gleich behandelt, alle Tiere gleich behandelt und zwar wirklich, nicht nur rumlabern, sondern jeden Tag beweisen durch messbare Handlungen, dass es wirklich passiert. Und zwar, ich stehe in Peru, Sie sehen, ich bin da sehr unglücklich auf diesem Stuhl, ich sitze nicht gerne auf so einem Thron, das ist die Martha, nachdem wir diese Art benannt haben. Mittlerweile ist auch eine Art nach mir benannt, ein ausgestorbener Schlangenstern, Astrophiura Marc Beneckii. Und ich stehe da so und ich denke mir so, was passiert denn jetzt hier? Irgendwas, ne, Sie sehen meinen etwas skeptischen Blick. Ich hatte mich natürlich auch nicht schön angezogen, weil ich keine Ahnung hatte, dass ich da auf die Bühne muss und irgendwas Wichtiges passiert. Und dann kam zu meiner Schmach sozusagen, weil ich da in voller Ausrüstung stehe, kommt der Chef der Gesellschaft für Biologie aus Peru zu mir, hängt mir so eine Urkunde um, so, das ist also was Wichtiges und gibt mir noch so eine Auszeichnung. Und eine meiner Studierenden, die kurz darauf gestorben ist, leider sehr, sehr traurig, wirklich, mir dann noch so ein Plastikbildchen gegeben, was bunt angemalt war und so weiter. Und dann habe ich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Die Polizei war auch noch da und die Staatsanwaltschaft und so weiter. Und dann haben die gesagt, pass auf, Marc, du hast was gemacht, von dem du gar nicht gemerkt hast, dass du der Einzige im bisherigen Lateinamerika unserer Kenntnis nach warst. Also von der Gesellschaft für Biologie aus Kolumbien, aus Argentinien, also und aus Südamerika und aus Mexiko und Peru. Also die haben miteinander geredet. Die haben gesagt, du bist der einzige Mensch, der jemals eine Art, die in Deutschland bestimmt wurde, aber von einem verfaulten Schwein in Lateinamerika stammt, auf diesem Glasplättchen, wo man die unter das Mikroskop legt und die Geschlechtsorgane anguckt und die Flügel anguckt und alles auseinanderbaut.
der die wieder zurückbringt in das Heimatland und die da im Museum landen. Und das ist unheimlich wichtig, weil das Tier, wonach die Art das erste Mal bestimmt wurde, das ist ja auch ganz, ganz wichtig im Naturkundemuseum hier in Berlin, im MFN, die kriegen einen bestimmten Punkt, meistens einen roten Punkt. Das ist dann das Typusexemplar. Das ist was ganz, ganz Wichtiges für Biologinnen und Biologen. Noch nie hat das jemand zurückgebracht. Da können Sie jetzt sagen, ach komm ey, wie wichtig kann das sein? Aber nochmal, stellen Sie sich vor, jemand vermietet gerade Ihre Wohnung und sagt hinterher, Sie sollen sich nicht so anstellen. Weil es ist ja nichts passiert. Die Wohnung sieht genauso aus wie vorher, Sie brauchten sie eh nicht. Ne? Also das heißt, man kann dann auch wirklich glaubhafte, prüfbare, messbare gute Handlungen tun und nicht immer nur sagen so, ja, ich fordere von der Politik bla 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 bla. Sondern man kann anstatt das zu tun, es einfach mal selber machen, jeden Tag. Und das führt dazu, dass man die Menschen international dann eben davon überzeugt, gemeinsam mit einem zu kooperieren, ganz ohne Forderungen und ganz ohne bla bla. Ja, gut, damit vielleicht noch was Nettes zum Abschluss. Ja, es gibt niedliche Tiere in Peru, also in der Mitte. Und ja, es gibt eine Weihnachtskrippe nur aus Stroh, wo Alpakas dann auf einmal da stehen. Also wenn Sie Alpakas das nächste Mal auf einer christlichen Weihnachtskrippe stehen, dann sind Sie wahrscheinlich gerade in Peru. Das Ganze bindet sich dann zusammen auf die verrücktesten Weisen. Und eine wäre zum Beispiel diese hier. Ich habe eine Veröffentlichung mit vielen Kollegen darüber gemacht, ob Wale explodieren können oder nicht. Das ist, da fragen Sie sich vielleicht, wen interessiert das? Das ist einer der Hauptstreite, die die Fischsaurierkundlerinnen und Kundler miteinander führen, weil die häufig sehen, dass die das Skelettknochen außerhalb des Tieres liegen und in Wirklichkeit ist das aber Gasblähung durch Leichen. Und jetzt ahnen Sie schon, wenn man sein Netz ausgespannt hat international, dann kriegt man viele Informationen. Wie kann ich nachweisen, dass durch bakterielle Fäulnis tote Tiere so aufplatzen, dass wenn sie schwanger sind, das Kind, das nicht geborene Kind herausgeschleudert wird? Wie kann ich das beweisen? Also, dass das nicht durch eine Explosion passiert ist, die durch einen Zündfunken stattgefunden hat. Das ist nämlich ein Riesenstreit. Können Wale oder Fischsaurier tief unter Wasser bei hohem Druck, können die da explodieren? Können die überhaupt explodieren? Sind die Gase brennbar? Wenn ja, wie entzünden die sich? Und dann haben wir einfach ein Experiment gemacht. Wir haben nämlich keine Wale explodieren lassen, sondern Tiere besorgt. Mal sehen, wenn wir Glück haben, klappt das jetzt. Da können Sie es nämlich sehen. Keine Sorge, so schlimm ist es nicht. Das ist jetzt nur Theater hier. Da haben wir also ganz viele Videos gesammelt und Sie werden es gleich sehen, es gibt auch wirklich einen riesen Knall und sieht auch aus wie eine Explosion. Bam! Ja, jetzt ist der Ton nicht da, aber vielleicht habe ich ihn ausgeschaltet. Ja, das war ich. Wir können es auch nochmal gucken mit Ton, damit Sie hören, dass das vielleicht ein Riesenkrach explodes. Ist. The clip, which was shown on Faroese television, has since gone viral, racking up millions of... Nochmal. Wahlexplosion. Also wie gesagt, wir haben da ganz viele von. Bam. Ja? Und wenn die Öffnung oben ist, gibt das so einen Eingeweide-Regen-Springbrunnen. Also der Eingeweide-Springbrunnen ist mir am liebsten, aber den erspare ich Ihnen jetzt. Der breitet sich dann also wirklich massenhaft da über den ganzen Strand aus. Und das Interessante daran ist, Sie haben es gerade gesehen, das ist dann eine echte paläontologische Veröffentlichung. Da können Sie sagen, gut, das ist ein Sonderlingsgebiet und so, aber das hat einen wirklich Jahrzehnte dauernden Streit endgültig besiegelt, wohlgemerkt, der Fall ist vor Millionen von Jahren passiert. Also wir können durch Experimente auch Millionen Jahre alte Ereignisse prüfen, wenn wir uns eben zusammentun und alle miteinander reden. Also da habe ich Ihnen jetzt so einen kunterbunten Strauß von Arbeiten mal gezeigt. Ach so, falls Naturwissenschaftler im Raum sind, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Sie denken vielleicht, Walexplosionen, nee. Das interessiert doch nur die komischen Gesteinskundlerinnen und Gesteinskundler, die da Tiere rausholen. Ist nicht so, das ist die Nature, das ist die wichtigste naturwissenschaftliche Zeitschrift zusammen mit der Science. Und selbst die berichtet darüber, wenn mal wieder ein Wal explodiert. Hier ist einer beim Abtransport explodiert. Und das Entscheidende ist, das ist eben keine Explosion, sondern das passiert nur, wenn sie da reinstechen. Es ist keine Entzündung von brennbarem Gas und damit ist es auch keine Explosion, sondern der Druck baut sich durch Fäulnis auf und wenn Sie dann reinstechen, entlädt sich an dieser kleinen Stelle der ganze Druck und dann haben Sie diese Eingeweidefontäne oder diesen Knall. Und woher kommt die Legende, wenn Sie sich das fragen, weil Sie sich denken, also ich habe davon noch nie was gehört. Das kommt daher, weil ich glaube in den 60ern wurde mal wirklich ein Wal gesprengt und im Yellowstone Nationalpark werden auch die ganzen herumliegenden Tiere werden auch immer gesprengt, damit die Leute keine toten Tiere sehen. Das ist ja so gruselig. Die sollen keine toten Tiere sehen, dann werden die Luft gesprengt und verteilen sich dann überall. Vielen Dank, damit können wir zu den Fragen kommen, falls Sie welche haben oder Schluss machen, ganz nach Belieben.
vielen Dank. Vielen Dank, Marc, für diesen tollen Vortrag, für den sehr bunten, offenen und auch wirklich das Zurücknehmen von dir selber ist ja beispielhaft für die Wissenschaft. Und auch einmal eins der Wissenschaft war auch dabei. Also wunderbar. Fragen. Ich muss jetzt wieder meine Maske aufsetzen. Die hatte ich vorhin auch vergessen abzusetzen bei der Einleitung, damit wir die Fragen stellen können. Was hat denn der Serientäter auf die Frage zu den Kronkorken geantwortet? Ah, sehr gut, so ähnlich wie hier mit der Spange, ne? Ist sie wirklich? Also das war also zunächst mal das Erste. Das fand er gar nicht komisch. Das fand ich gut. Das heißt, er ist auch sehr sachlich. Und wenn man diese Expertenebene erreicht, dann kann man eben auch sachlich miteinander reden. Das ist eine Erfahrung, die ich meine US-amerikanischen Kollegen, die haben gesagt. Der ist nichts wert, das ist kein Mensch, das ist noch nicht mal ein Staubkorn, den kannst du belügen und betrügen und austricksen, wie du willst. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, lasst mich mal in Ruhe mit eurem negativen Scheiß. Der ist der Einzige, der dabei war, ich rede mit dem wie ein Experte, basta. Und so hat er sich dann auch dazu geäußert. Und dann hat er mich ganz so angeguckt, so wie so ein bisschen ratlos, so wie so Kinder ihre Eltern angucken, wenn die irgendwie scheinbar Nonsens reden. Und hat gesagt, weil ich immer Bier getrunken habe bei den Tötungen. Und dann habe ich, jetzt kommt das Verbinden, dann habe ich mir gedacht, okay, nehmen wir mal an, das stimmt, ich meine, da liegen ja jetzt auch diese Kronkorken, kann ja sein, dann habe ich gesagt, warum haben Sie denn immer Bier getrunken? Ne? Und dann hat er gesagt, weil ich immer Bier getrunken habe. Dann habe ich gesagt, sind Sie Alkoholiker? Hat er gesagt, ja klar, was meinen Sie, wie ich mein Leben aushalte? Und dann, daraufhin habe ich seine Schwester getroffen, das habe ich ja vorhin gezeigt, und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, Ihr Bruder hat erzählt, dass er so viel Alkohol trinkt und hat so eine Andeutung gemacht, dass das Leben irgendwie unangenehm ist für den und so, können Sie mir das mal erzählen? Und dann hat die das, wie ich schon angedeutet habe, erzählt. Das heißt, über die Kronkorken sind wir bin ich zu der eigentlichen Geschichte gekommen. Aber der fand die Frage völlig normal und hat sie ganz, der dachte, dass man sich das denken kann, dass er Alkoholiker ist. Ach so, und dann habe ich ihn gefragt, warum denn Pokerbier? Warum denn genau das Pokerbier? Und dann hat er interessanterweise gesagt, weil es mein Lieblingsbier ist. Wenn Sie jetzt aber viel mit Leuten arbeiten, die im kriminellen Bereich unterwegs sind und sehr stark auf sehr starke Erfahrungen aus sind, also extreme Erfahrungen, ne? Also irgendwelche Tötungen oder im harmlosen Bereich, wenn es jetzt nur was Sportliches ist oder so, irgendwie aus der Atmosphäre runterspringen mit einem Rucksack, der sich dann irgendwann öffnet und Fallschirm rauskommt. Also so extrem Menschen, da ist das oft auch so, dass die sich gar nicht darüber im Klaren sind, warum sie das machen. Das nennt man entweder Experience Seeking oder Adventure Seeking, das ist eigentlich untersucht. Und das ist aber interessant, dass es bei den Serientätern auch vorkommt. Und das Pokern ist natürlich ein Sinnbild für ein besonders riskantes, aufregendes Kartenspiel. Und das fand ich so, das habe ich da nicht veröffentlicht, weil das ist natürlich, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber ich kann es ja zumindest mal dazu schreiben. Und ich habe auch in meinem Kriminalmuseum, wo wir vielleicht dann diese Klinge noch haben werden oder auch nicht, wo ich ganz viel verrücktes Zeug habe, habe ich unter anderem auch einen Kronkorkendeckel vom Pokerbier. Zur Erinnerung daran, dass so eine kleine Spur oder so etwas Unwahrscheinliches tatsächlich wie ein Steinchen, was man ins Wasser wirft, sehr, sehr große Kreise ziehen kann, wenn man nur darauf achtet, ne? Ich habe zwei Fragen, und zwar die erste, wo wurde DDP eingesetzt, bevor es verboten worden ist bei uns, und bereiten Sie sich auf Ihre Reisen vor im kulturellen Sinne oder gehen Sie einfach bis hin und lassen sich auf die Menschen und die Kultur dort ein? Ja, das ist sehr, sehr gut, dass du das fragst. Ich fange mal mit dem DDT an. Also DDT, ich will es jetzt nicht allzu lang machen, das ist ein weltweit verbreitet angewendetes Mittel gewesen gegen verschiedene, also das hat verschiedene Gründe gehabt. Zum Beispiel, das kann man jetzt wahrscheinlich sehen, ob ich vergrößere das mal ein bisschen. Also hier zum Beispiel ist es jetzt heutzutage noch erlaubt, wenn man Malaria bekämpfen will, und der Grund ist natürlich nicht, dass das die Malaria direkt bekämpft, sondern die krankheitsübertragenden Insekten. Man hat es aber dann zum Beispiel auch in Haus und Hof, hieß das früher, angewendet, dass du einfach zum Beispiel Läuse damit bekämpft hast. Also wenn die Kinder Läuse haben, so wie in Berlin wieder alle Kinder, oder halt eben früher sowieso alle Leute, dann hat man gesagt, okay, anstatt das jetzt auszukämmen lange oder
irgendwie, oder auch Flöhe, wenn die irgendwo in den Klamotten sind, oder Motten, das war ja auch früher ein Problem in Kleinstunden, einfach DDT drauf. Das war also ein Universalmittel. Und dann ist es eben auch in den landwirtschaftlichen Bereich übergesprungen. Und so hat sich das dann in diesen Nahrungsketten angereichert. Also es war wirklich überall. Man hat gedacht, was soll da schon passieren? Alles, was uns stört, machen wir tot, ne? So wie heute auch noch. Mit den ganzen Substanzen, die Pflanzen töten, die unerwünscht sind. Und auch Tiere. Und bereite ich mich vor? Zum Glück nicht. Ich warte immer bis zur letzten Minute, weil ich eigentlich, wir haben auch so einen super dicht getakteten Plan und dann ist der Zug wieder ausgefallen und dann geht sowieso wieder alles schief. Und ich habe mir das aber mittlerweile angewöhnt. Also ich kann mal ein Beispiel sagen, ich habe Hitlers Schädel und Zähne untersucht und identifiziert und dann haben mich hinterher auch alle Leute gefragt, wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Und ich so, gar nicht, weil ich meine, dadurch, also ich will ja unbefangen dahin gehen und jede Information, die ich kriegen könnte, würde in mir ja möglicherweise eine Vorannahme auslösen. Und genauso mache ich das mit den Kulturen. Mein Trick ist, also ich sage mal ein Beispiel, ein praktisches, aus Kolumbien oder in Indien auch. Du hast per E-Mail für jeden verständlich mit ausgeschriebenem Monat, mit Jahr, mit allem 10-mal besprochen, wann du wo abgeholt werden musst. Weil zum Beispiel, das ist der letzte Flug und das ist zum Beispiel in Mumbai, kann das ein bisschen gefährlich sein, wenn du da nachts rumhängst, manchmal. Oder in Manila auch. Und in der Hälfte der Fälle kommt keiner. Und dann sagst du halt genau das, was ich immer erzählt habe, okay, das scheint dann kulturell ja in Ordnung zu sein. Jetzt muss ich das Problem irgendwie lösen. Und dann ist es meistens so gewesen bisher, dass die Leute die Problemlösung respektabel fanden, und dadurch gesagt haben, okay, der benimmt sich normal, der versteht, dass sowieso alles schief geht und sagt nicht, wo wart ihr Idioten, wir haben es doch 10-mal per E-Mail unmissverständlich besprochen. Und das hört sich für euch alle wahrscheinlich super merkwürdig an und es ist auch mega anstrengend und auch oft sehr gefährlich. Also ich habe schon an Orten übernachtet, das will ich jetzt überhaupt nicht erzählen, also in Bahnsteigschächten, im Bordell, und sonst wo, weil das die sichersten Orte in dem Moment waren. Ne? Also das ist kein Zuckerschlecken, wirklich nicht. Aber die Leute vor Ort verstehen das Problem nicht, dass wir in einer geordneten Welt leben, in der Vereinbarungen gelten. Das kennen die einfach nicht. Die wissen natürlich, dass man das tun sollte, so ist es jetzt nicht. Aber ihre Erfahrung ist, dass es in 99% der Fälle sowieso nicht klappt. Und deswegen habe ich aus kulturellen, aber auch aus nicht geistiger Vorbelastungsgründen, inhaltlichen Gründen, mache ich das so, dass ich mich nicht vorbereite, sondern halt einfach die Klappe halte und mir erstmal das angucke, wie das da läuft, ob es mir gefällt oder nicht. Passiert auch in reichen Ländern übrigens, ist mir auch schon in den USA passiert. Also. Ich habe noch eine persönliche Frage, wenn es in Ordnung ist, wenn Sie darüber sprechen, warum tragen Sie einen Magneten unter der Haut und für was? Nee, können wir gerne drüber sprechen. Der wahre Grund ist, weil ich es kann und weil ich lauter Leute kenne, die Magneten unter die Haut pflanzen. Wir machen ziemlich viel Unsinn im Kurs, weil ich der Meinung bin, die Studierenden müssen lernen, dass die Welt nicht so aussieht, wie sie... heute, man würde sagen, zum Beispiel im sexuellen Bereich oder im Genderbereich heteronormative Welt oder im kulturellen Bereich, niemand pflanzt sich Magnete ein, das kann nicht sein. Oder wie gesagt, niemand macht sich Narbenmuster, das muss eine Folterung oder wie ich das vorhin geschildert habe, sowas sein. Und wir schubsen die immer in die verrücktesten Situationen. Das ist teilweise auch für meine Mitarbeiterinnen ein bisschen anstrengend, weil ich zum Beispiel gerade was Spurenvermischungen angeht, benutze ich natürlich dann also Situationen aus der echten Welt, wo sie Spuren vermischen, in einvernehmlicher Weise, wo dann die Mitarbeiterinnen sagen, hör mal, die Studierenden, die sind irgendwie 20, das müssen die nicht wissen. Sag ich denen, ja, aber wann meinst du beim Landeskriminalamt, später zeigt denen das jemand oder sonst wo? Also entweder sie sehen es jetzt mal live, indem wir da hingehen, natürlich nur, wenn sie Lust haben, muss natürlich nicht, und gucken uns das andere nicht. Und mit dem Magneten, das hat sich jetzt bewährt im Nachhinein, weil man damit super mit Kindern Tests machen kann. Also man sagt zu den Kindern, okay, guck mal hier, ihr seht es jetzt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt es anfassen, ihr könnt Tests machen, ihr könnt Puder drauf streuen, ihr könnt, zaubern, ihr könnt was auf Papier schreiben, ihr könnt euch was überlegen und dann mal gucken, was mit dem Magneten passiert und dann am Ende sollen die auf die Lösung kommen. Und Kinder kommen leichter drauf, muss ich sagen. Erwachsene kommen eigentlich nie drauf, nie. Also auf die Lösung, der hat Magneten implantiert,
wüsste ich jetzt keinen Erwachsenen, der drauf gekommen ist. Aber Kindern so relativ schnell, weil die machen dann immer Experimente oder spätestens, wenn sie drauf fassen, aha, da ist was. Und dann so, was ist denn mit einer Münze? Und dann sehen die, aha, die Münze ist vielleicht gar nicht magnetisch. Kompass oder irgendwas, ne? Probieren die das irgendwie aus. Die Münze ist magnetisch, dann nehmen wir eine magnetische Münze, tun das da dran. Und oder nehmen den Kompass und halten den hier dran und halten den Kompass an ein Stück Holz. Und so hat sich das mittlerweile auch so für, wenn ich mit Kids was mache, sehr bewährt. Ich mache gerne mit Kindern Experimente oder mache es über höchstbegabten oder hochbegabten Schulungen mit oder in der Psychiatrie. Die Kids, mit denen ist das auch super, die machen auch alle Experimente mit, wenn die in der Psychiatrieschule sind, wo sie dann so meinetwegen 4 Wochen lang in der Psychiatrie dann da, das ist natürlich super stressig für die und dann können die sich mal konzentrieren, ne? Oder Fingerabdrücke machen wir dann mit denen, dann können die sich auch mal super konzentrieren darauf. Also das hat durch Zufall sich bewährt, aber der Ursprung war einfach so, mal sehen, was passiert. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich nur noch eine kleine Anmerkung vielleicht oder eine Ergänzung oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Der Arbeit, die ich hier mache im Museum, ist genau das, was Marc auch erzählt hat. Bodo, Glückwunsch zur Medaille übrigens. Danke. Dass es eine große Problematik ist sozusagen, die in den letzten Jahren stark diskutiert wurde, ob die Objekte, die aus anderen Ländern entnommen wurden, in Abstimmung mit den Ländern, komplett wieder zurückgehen oder ob ein Teil hier bleibt oder was, das muss natürlich vorher abgestimmt sein. Und da gibt es seit 2014 ein internationales Abkommen, auch das Nagoya-Protokoll, was Teil der Biodiversitätskonvention ist. Und die regelt das theoretisch. Praktisch ist es leider so, dass das noch so, die Wege noch so unklar sind, dieser Konvention, dass das mehr Probleme macht, als das tatsächlich Lösungen anbietet. Aber das ist ein großes Thema in der Community. Ja, erzeugt auch große Probleme in den sogenannten völkerkundlichen Sammlungen, das können Sie sich natürlich wahrscheinlich vorstellen. Dann nur noch zum Abschluss, also erstens, werden Sie Pate von Gegenständen im Naturkundemuseum, egal wo Sie auf der Welt leben, dann sind Sie in dem Herzen, sind Sie immer in einer wissenschaftlichen Einrichtung verankert. Und da können Sie nichts falsch machen. Und das Zweite ist, morgen ist Fridays for Future. Ich bin von Anfang an Supporter, auch von Extinction Rebellion und habe da auch viele Seiten und viele Videos. Wenn Sie sich das mal angucken wollen, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Das ist genauso ernst, wie die Kinder Ihnen das erzählen. Und ich hatte das am Anfang schon erwähnt, schauen Sie sich irgendein Video von mir aus, auch von mir an, falls Sie den Vortragsstil mögen oder halt von anderen Kollegen von mir. Gut, tippen Sie einfach ein, Artensterben, Tatsachen und Messungen. Marc Benecke, wenn Sie von mir was sehen wollen oder von anderen Kollegen was anderes. Professor Vogel hat auch schon was dazu gesagt und sehr viele andere Kollegen. Das ist so ernst, dass die meisten erwachsenen Gehirne es einfach übergehen und ausblenden. Sie können sich auch die Zusammenfassung vom IPCC, also vom Klimarat, der vor ein paar Wochen rausgekommen ist, durchlesen oder von den Vereinten Nationen. Der Bericht heißt In Frieden mit der Natur leben oder Making Peace with Nature. Machen Sie es alleine, lesen Sie sich in Ruhe durch und dann lesen Sie es nochmal durch, bis Sie es glauben. Und zwar nicht glauben im Sinne von glauben, sondern bis Sie verstanden haben, dass das bereits passiert ist. Es ist nach 12. Wir sind nicht mehr in der Situation, wo der Bösewicht da sitzt und erzählt, gleich werde ich das Hochhaus sprengen und dann kommt James Bond oder Mickey Mouse oder sonst jemand und hält den Bösewicht in Schach und dann wird das Hochhaus nicht gesprengt, sondern das Hochhaus ist schon gesprengt. Nur, dass Sie es mal gehört haben und nicht hinterher sagen, ich wusste davon nichts, weil mir geht das super auf die Eier, weil der Bericht dazu, der Club of Rome Bericht, der ist jetzt, glaube ich, vor 50 Jahren erschienen und da stand das auch schon drin. Und 50 Jahre lang haben die Leute immer gesagt, das wird schon gut gehen. Und jetzt ist es 2021 passiert. Es sind alle Kipppunkte überschritten und es ist genau das passiert. Seit 50 Jahren ist das bekannt. Lassen Sie sich nicht belabern, dass das angeblich nicht stimmt oder dass wir das einfach mit gemeinsamen Anstrengungen schon irgendwie hinkriegen, wie wir alles andere auch hingekriegt haben. Bitte gucken Sie sich die Messungen und Tatsachen an. Und wenn jemand Ihnen was erzählt, fragen Sie, was ist deine Quelle und ist das eine wissenschaftliche Quelle und ist sie in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht? Das wollte ich nur wegen morgen sagen. Schönen Abend noch. Tschüss.
Ja, danke schön auch für dieses Schlusswort und den Werbeblock, der sehr, sehr angebracht ist. Dankeschön. Was soll ich halten? Ja.